hallo, hallo! Jetzt sind wir schon lange nicht mehr da, oder? Wie viele Tage sind immer Pause? Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag? Das ist schon nur lang. Vier. Ja, wir sollten vielleicht den dritten Tag einführen. Aber wir sind ja fleißig, wir sind jetzt sehr fleißig. Ja, noch fertig schon. Ja, ist schon, ist, das Problem ist jetzt nur noch, jetzt ist so leer in dem Raum, wo wir dann streamen wollen, dass es jetzt halt. Ja, keine Sorge, Samstag kommt eine riesen Care-Lieferung. Einen schönen guten Abend an alle. Schauen wir mal, ob alle da ist. Der Florian, die Nina natürlich. Betty Brück, danke nochmal fürs Abo, was du vorher schon rausgeschossen hast. Der Airwolf ist auch da. Wolltest du dir ja nicht entgehen lassen, dass du die Emojis hast? Na, wir haben es gestern geschafft, dass das Zimmer leer war, bis auf den einen Schrank und die Kasteln mit den Laden, die drin bleiben. Eigentlich haben wir es auch verschenkt reingegeben. Also Ninas Mama hat ein Regal genommen mit Kisten und dann wollten andere Leute den Rest haben. Und wie die dann da waren, haben sie begonnen zu diskutieren, weil sie nur den Crosstrainer wollten. Nein, sie wollten das Sofa. Da hätten sie alles mitgenommen. Aber das Problem war, dass das Sofa wegen den Hunden ein Loch hatte. Und ich hatte aber bei den Bildern extra das Loch fotografiert und den Text reingeschrieben. Er hat dann nochmal geschaut und so, ah ja, da ist ein Loch. Ja, und im Text stand es auch drinnen. Und dann haben wir ihnen 50 Euro gegeben dafür, dass sie es zum Müllplatz bringen. Weil wir hatten es schon runtergeschleppt, Oliver hat eine zweistöckige Wohnung und wir haben alles runtergeschleppt schon ins Stiegenhaus. Und ja, wir wollten es dann nicht nochmal wegräumen. Guten Abend, Herr Kackvogel. Hallo Kackvogel. Beim Florian funktionieren die Emojis sehr gut. Ja, das stimmt. Und der Kackvogel war gestern auch live, aber wir haben es kurz verpasst. Wann war das? Gestern irgendwann der... war ich gerade am Weg in die Dusche und Haare waschen. Habe ich gesehen, er geht live. So früh? Wann war das? Um 7? Achso, okay. Ja, habe ich gesehen, habe ich gezockt. Ja. Da habe ich nichts mitbekommen. Frau Riesi. Frau Riesi, ja. Ja, jedenfalls das Streamingzimmer wird. Es ist jetzt eben leer, wobei im Kasten sind schon wieder einige Sachen. Heute ist auch eine IKEA-Lieferung gekommen. Nicht alles. Möchte jemand den Bomber füttern, weil der wartet schon sehr sehnsüchtig. Ich habe euch würdig vertreten. Wo denn? Schade, fehlte noch eins, fehlt von meiner Familie. Ein Zuschauer oder was? Nein, Follow. Na, folgen werden wir hoffentlich. Ja, wir können entfolgen und wieder folgen. Ich glaube, das bringt ja nichts. Bin gespannt auf das Zimmer. Ich bin auch gespannt auf das Zimmer. Es ist, wir haben, Montag war es sehr lustig. Montag hatte, also Oliver der Urlaub die Woche eben. Und ich habe mir Montag Zeit das gleich genommen und dann sind wir gleich in der Früh zum IKEA gegangen, weil wir eine maßgeschneiderte Arbeitsplatte haben wollten, damit wir die volle Zimmerlänge ausnutzen können. Und waren dafür in der Küchenabteilung, weil sie halt dort so eben diese Arbeitsplatten haben. Und es hat, also eigentlich habe ich nur den Herrn gefragt, was es kosten würde, eine Platte in der Länge von 2,92 Meter zu nehmen. Auf einmal kam er dann irgendwann mit einem ausgedruckten Zettel und Oliver hat unterschreiben sollen. Ist nicht sehr billig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das. Jedenfalls, nein, vorher war schon mit deiner Karte verknüpft, oder? Es war irgendwie so komisch. Wir haben dreimal reklamieren müssen und irgendwie ist die Karte mit der Karte von seiner Schwester verknüpft. Und dann war es erst nach Niederösterreich nicht zu uns geliefert worden. Dann im falschen Bezirk und dann haben sie überhaupt stornieren müssen. Und ja, jetzt hat Oliver eine Mail bekommen, das zahlen müssen und hoffentlich passt dann alles. Also der Airwolf hat den Kackvogel zugeschaut schon. Also der Kackvogel hat braucht im Schnitt 3 Zuseher. Ah, okay. Aber das Affiliate bringt ja eigentlich eh nichts allzu viel, außer dass man halt dann Abos geben kann. Wobei, wenn du, wie du weißt, bei Abos geht das meiste an Twitch, also vieles an Twitch. Jess ist in the house! Hallo Jensi. Guten Abend Jensi, schön, dass du da bist. Du bist die Emotes, okay, ja. Das stimmt, die Punkte gibt es auch nicht, wenn man nicht Affiliate ist, gell? Ah, okay. Das sind ein paar Features, die man dann bekommt dadurch. Ja, jedenfalls, unser Streamingzimmer ist im Werden. Das Zimmer ist jetzt leer und am
Samstag hoffentlich kommen die Regale, wo dann wieder das Lego reinkommt. Was ist Nina auch? Also ihr fehlt drei Zuschauer oder was? Das will auch affiliiert sein. Achso, wegen den Emotes willst du das, okay. Und ja. Alles Zimmer wird cool vorne, beim Fenster steht dann eben der Schreibtisch und links und rechts so Kastel, dass wir Stuff reingeben können. Und hinter uns stehen zwei Lego-Regale und dahinter ist dann der Kostümschrank. Das kann sich jetzt eh niemand vorstellen. Ja. Wurscht. Wie geht es euch, meine Zuckerpuppen? Ein bisschen müde und geschafft von dem ganzen Wohnungen trümpeln und ja. Aber eigentlich gut, weil viel vorangegangen ist. Ich hab so viel weggehauen, Wahnsinn. Ja, die tonnenweise. Ja, wirklich. Aber das alles muss man zum Müllplatz bringen und das ist halt ein bisschen heftig dann auf Dauer. Catch me 63, servus, schönen Hallo. Guten Abend. Ich hoffe, ihr seid schon alle im Feierabend oder müsst ihr noch hackeln? Baut doch mal ein Modell aus Lego im Zimmer als diese. Ja, das habe ich mir auch gedacht, das wäre eigentlich eine coole Idee zum Überlegen, wo was hingehört. Und dann hast du mich im Plan zeichnen lassen. Doppelt schräg ist das Ganze, weil das halt spezielle Winkel, auch das Zimmer, also so ja. Schräge Wandwinkel, die kriegt man mit Lego, glaube ich, gar nicht hin. Mhm. Mal schauen. Was hat der Orthopäde gesagt, Airwolf? Und Mahlzeit, Florian? Ist es vorbei, Airwolf? Hat er gesagt, man kann nichts mehr tun? Pumba muss noch streichen. Na, ich habe nur irgendwie kurz auf Discord das Zimmer, wir sollen das Zimmer streichen, das wird eh weiß bleiben, weil von der Wand wird man gar ja, nicht so viel ein bisschen sehen. Also dort, wo es jetzt, wo man Katze sind, sowas, ich glaube kurz. Ich meine, da gibt es den Trick, dass du einfach ein Tuch nass machst und dann verwischt das und dann sieht man es nicht so mehr. Extra Schwämme dafür. Extra Schwämme, ist ja wurscht, ja. Und ich glaube, anmalen werden wir es nicht neu. Ja. Na, weil die Bilder da kommen alle mit und neue Bilder auch dran. Und dann so durchs Zimmer geht so ein transparenter. Ein halbtransparenter Vorhang, dass das so ein bisschen getrennt ist, wo hinten der Kasten mit den Kleidern ist und vorne. Ja, Möbel aus Lego, das haben wir auch kurz gedacht, nur wir zahlen das. Ja, wer zahlt das? Ich glaube, dass der einzelne Schrank kostet da gleich mal 2000 Euro oder sowas. Machen viele Steine. Das müssen sie erstmal leisten können. Wann müssen wir dann die Steine beisammen hat? Kannst du bestellen. Kohle brauchst. Kohle. Ja. So, was machst du heute Schönes? Ja, ich habe mir gedacht, ich muss weiter, jetzt nichts Spannendes heute, Steine sortieren, weil wir ja die ganzen Steine übersiedeln und wenn die dann in den Kisten sind, nach Farben sortiert, haben wir ein bisschen weniger zum Kisten tragen. Das wäre der Plan. Wobei, genau, immer am 5.3. kommt die Arbeitsplatte, der Schreibtisch, das heißt spätestens dann sind wir in der neuen Wohnung oder neuen, in der anderen Ab Wohnung. Ab dann ist es möglich, dort zu streamen, sagen wir es mal so. Ja, vielleicht sind wir eh schon früher dort, schauen wir mal. Weiß es nicht. Also ich versuche hier noch das Auto auch abzugraden. Wir haben ja den schönen Bomba-Futter-Roboter abgegradet, indem wir da einen Haufen 9 Volt Lithium-Ionen-Akkus reingegeben haben. Dadurch hält jetzt der Strom richtig schön lange und wir müssen die nicht aufladen. Das ist eigentlich, glaube ich, schon der dritte Stream mit denen. Das ist echt cool. Das gleiche wollen wir fürs Auto, weil dann wird es auch sehr, sehr praktisch, dass es immer gescheit Power hat. Die Frage ist halt, das ist schwierig, weil das geht halt nach unten auf, da kann ich jetzt nicht einfach reinlegen wie beim anderen. Müssen wir jetzt was überlegen. Umgekehrt bauen, soll das so umfahren? Oh, habe ich Montag und Freitag ausgeführt. Das hat er ja mal vorgemeint. Also, wir wissen auch noch gar nicht, wie Olivers neue Arbeit wird. Ups, also sorry an alle, die dachten, es ist immer Montag. Also ich glaube, Freitag bleibt auf jeden Fall. Und je nachdem, wie Olivers neue Arbeit wird, werden wir schauen, welche Tage wir wie nehmen. Also vielleicht nehmen wir auch einen dritten Tag, ich weiß es noch nicht. Zu viele Kameras dafür, für was? Hä? Was? Gut, also. Achso, wir hätten es fladern sollen bei Lego Masters, die Steine. Ja, so ja, wir dachten ja, wir gehen in Sendung 1 nach Hause. Es ist schwierig. Da sind schon sehr viele Augen auf einen gerichtet. Man sieht eigentlich immer nur so maximal 10 Leute, aber wirklich ist das Team, glaube ich, 80 Leute groß. Also da schauen echt viele Augen, was du genau machst. Und auch hinter der Kamera. Also das ist echt schwer. Also ich habe schon manchmal eigentlich unabsichtlich Steine mitgenommen, weil sie in der Hosentasche drinnen waren vom Transportieren. Und dann findet man ein paar Steine. Ja, aber du kannst da nicht was wirklich mit rausnehmen. Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag, boah. Ja, nein. Also Freitag bleibt sicher, weil das passt einfach mit der Arbeit immer. Den Rest müssen wir wirklich schauen, wie wir das machen. Ich meine, am einfachsten wäre es wahrscheinlich wirklich, weil das machen viele andere auch, wenn man fixe Tage hat, weil dann ist das einfach eingeplant schon.
Donnerstag mal länger nicht, weil da sind wieder Models morgen. Ich glaube, am einfachsten wäre das Auto verkehrt herum aufzubauen, oder? Dass da oben der Rest ist. Weil da kann ich da oben einfach die Batterien reinstecken und sonst wird das echt knapp unten. Wie soll ich denn das machen? Ich glaube, das werde ich machen. Und machst du jetzt Reha Airwolf oder Kur? Okay, ambulant. So, also mal kurz lesen, was der Airwolf geschrieben hat. Frage 1, wie geht's dir? Aktuell nur Nachtschmerzen, oi. Frage 2, Schmerzen auf Skala von 1 bis 10. Tagsüber 1, nachts 5. Untersuchung habt keine und Schmerzmittel werden auch gestrichen. Sehr schön. Sehr, sehr schön, ne? Wie geht's denn dem Rest von euch? Wie war eure Woche? Was habt ihr gemacht seit Freitag? Ja, aber Airwolf, da kannst du eh nur selber schauen, dass es besser wird. Bleibt ja nichts anderes übrig, als irgendwie schauen, dass du irgendwie Bewegung machst, dass das besser wird. Jetzt ist halt, Drücken ist halt echt scheiße. Wenn du da anfängst, irgendwas zu operieren, wird es nur schlimmer. Ja. Aber ich selbst von mir weiß es, obwohl ich eigentlich keine Probleme haben sollte, wenn ich einfach viel sitze, tut mir beim Stehen der Rücken weh, weil es einfach schnell ermüdet. Das ist einfach, da muss man echt viel bewegen, viel stehen. Was willst du? Willst du wohl? Also, du möchtest die Sache mal reintun. Ja, bei Rücken spielt, das ist unser ganzer Lebensstil ist nicht für den Rücken geeignet einfach. Also wir müssten einfach viel mehr Bewegung, viel mehr stehen, dann wäre das alles kein Problem. Was wird heute gebaut? Christoph, ich baue heute gar nichts, weil ich beschlossen habe, dass ich noch ein bisschen sortieren muss, weil dass wir weniger Kisten transportieren, weil ich bin draufgekommen, dass wir eigentlich noch viel mehr Videozeug unsortiert haben, als ich dachte. Und das ist da hinten halt zumindest, wie wir schon mal begonnen haben, nach Farben einsortieren. Freitag habe ich mir gedacht, könnten wir den Yoda bauen von Star Wars, den haben wir schon so lange da. Also das wäre der Plan für Freitag. Was sagst du dazu? Ja, ich mache eh was. Ich baue gerade das Auto um, damit es eben mit den Lithium-Ionen-Akkus läuft, damit wir das dann wieder gescheit spielen können. Ich hoffe, ich fackel es nicht ab. Vielleicht sollte man die aufladen. Wo sind denn die anderen? Haben wir die irgendwo schon da? Ja, habe ich neue bestellt. Vier Stück. Kackfuhl, wir haben die Lateinstadt noch nicht zerlegt. Das steht da hinten wo. Es wird auch spannend beim Oliver. Wir können noch gar nicht alle ausgestellten Modelle mitnehmen. Ich keine Ahnung, was wir wieder machen oder ob wir es in anderen nehmen. Ich meine, die Schiffe werden einfach cool. Step by step. Ja, step by step. Step by step. Wichtig ist, dass dieses Zimmer mal eingerichtet ist. Und der Rest kommt dann noch. Da haben wir wieder Platz, wenn wir nichts mitnehmen. Seine Wohnung ist so viel größer, aber irgendwie so unpraktisch. Ja, es hängen noch nicht an jeder Wand Regale wie bei dir. Das können wir bei mir auch machen. Wo hätte ich Platz für meine Kleidung? Nirgends. Welche Kleidung? Die Kleidung, die ich besitze. Braucht kein Mensch. Ich schon. Ja, Bombe, ich habe nichts, die müssen dich füttern. Ja? Den Yoda habe ich auch noch nicht gebaut. Na schau, kannst du mir nicht mitbauen. Den Yoda haben wir jetzt auch schon echt lange liegen. Wohnung geschehen, stimmt, es ist Freitag. Es ist Freitag? Ja, Mittwoch. Stimmt, es ist Freitag. Es ist Freitag, willkommen im Wochenende. Stimmt. Oh, das ist ein Wunschgedanke. Tja, gefichtet, nimm dir was raus. Er ist schon der Faulste. Der Schlaufe, dass ich schnell noch was nehmen. Das sind zwei Stück. Oder zu spät. Ja, Wolf, ich glaube, es tun halt nur zwei Stunden, weil wir echt kaputt sind von der Wohnung. Bumba, nicht schummeln. Die zwei bekommen. Ja, aber Physio wäre vielleicht echt nicht schlecht, Airwolf, wenn du es alleine nicht hinbekommst. Irgendwann hast du, der dir einen Plan gibt und sowas, kann man das auch leicht einhalten, glaube ich. Motivationsmäßig.
Wenn der wer auf die Finger klopft und sagt, hey, du hast das nicht eingehalten. Ich verstehe immer nach, dann immer nach, was war alles sortiert. Seniore habe ich auch von mir stehen, aber dann meine Frau gebaut. Hey, gut. Ich dachte, deine Frau interessiert sich nicht zur Verlegung. So nice. So, da. Ich habe heute, by the way, wieder mein wunderschönes T-Shirt an, mit dem Bomber. Ich habe mir gedacht, dass das Blutsakko da gut dazu passt. Der Bomber hat mich quasi zerfleischt. Sie musste. Das war eine geile Idee. Du zwingst das mit Adventskalenders aufzubauen. Oh Gott, ich würde nur schimpfen, wenn ich was im Adventskalender habe, was ich gar nicht haben will. Weil von dir habe ich gar keine Adventskalender bekommen heuer. Du hast hunderte. Was willst du noch? Ich habe mir alles selber gekauft. Das ist eine Frechheit. Ja, schon. Hallo Peter. Guten Abend, Mr. Peter. Aber mag deine Frau Star Wars oder Yoda oder war das echt nur für dich? Das ist heutzutage jetzt nur Star Wars und NASA und was ich weiß, das ist alles Mainstream. Dass jeder mag das. Na, weißt du, kannst das du anstecken? Warum muss immer ich unter den Tisch tragen? Weil es bei dir halt lustig ist. Außerdem ist da nichts frei. Wieso nicht? Schafft. Gratuliere dir, Herr. So. Ich merke schon mal, wie das gebaut wird. Das ist eine andere Richtung gebaut. Wie geht's dem Rest von euch? Kackvogel, hast du schon für die Arena überlegt? Sie hatte schon mal einen Kaktus drin, einen Plastikfisch. Ich check nichts. Kaktus vielleicht. Sie hat eine Phobie. Deine Frau muss ich sehr gern haben. Ja, das ist so, was ist so Hassliebe. Funktioniert glaube ich am besten. So hin und wieder Schläge verteilen. Also du mich zum Beispiel. In die andere Richtung ist es heutzutage nicht toleriert, aber Frauen dürfen natürlich die Männer schlagen. Ja. Ja, wir sind auch schon fertig. Verschlafen, ja, ich hoffe. Ich brauche gerade einen Schraubenzieher. Einen Schraubenzieher brauche ich. Aber das ist echt gut, wenn man Tage vordefiniert, weil spontan hätte ich heute nicht gestreamt, dann wäre ich schlafen gegangen. Ihr habt die Wohnung super hergerichtet, ja. War auch sehr anstrengend, aber. Wenn wir dort echt in 3,5 Wochen sein wollen, müssen wir das machen. Die Zeit ist halt immer ein bisschen knapp nach der Arbeit. Beziehungsweise der Oliver war eh den ganzen Tag fleißig, weil er ja frei hat. Aber und bin in der Sonne gesessen, also seht ihr meine Freunde? Wow, oder? Gerade, dass ich keinen Sonnenbrand habe. Ja. Wahnsinn, oder? Ich hatte vom Stream ein Nickerchen. Wollte nur 5 Minuten Augen zu machen, dann war ich weg. So geht's mir immer. Am Nachmittag schlafe ich echt am besten. Okay, ich schlafe immer schnell ein, aber. Ich schlafe immer schnell ein. Ups. So, dann gehen wir das da. Kann ich. Ja, nein, es ist jetzt verloren. Ist weg. Vor allem am Abend will ich immer schlafen, wenn ich unmüde bin und dann braucht er eine Stunde, bis er Bett fertig ist und er schlaft dann vor mir ein. Ich bin nicht müde, ich mag nicht schlafen gehen. Kannst du mir einen Stein geben, der im Boden ist? Ja, wieso muss ich das immer machen? Weil dein Fuß länger ist. Du hast einen zweiten runtergehauen. Ja. Warte, ich geb's dir mit meinem Fuß. Wow, Oliver. Warte. Sekunde. Für die Fußfetischisten ist auch was dabei. Schnell einschlafen ist Gold. Nicht schlecht. Ja, schnell einschlafen ist eine. Ist eine wie soll ich das jetzt formulieren? Das ist ein Geisteszustand. Da, nimmst du raus. Jetzt sei nicht zu faul, dann ist es gleich weg, dann kannst du nichts nehmen.
Die Schätze hat dich gefüttert. Jetzt schaut. Also ist ja, wenn man keine Sorgen hat und mit allem reinen ist, kann ich mir Deutsch, aber ich schon nie, dann kann man einfach cool einschlafen, weil dann ist man zufrieden und man braucht sich nicht 100.000 Gedanken machen und es geht dann gut. Wenn mich irgendwas beschäftigt, kann ich dann auch nicht schlafen. Oder weil ich wirklich, wirklich zu viel geschlafen habe. Okay, der Florian hat immer noch nicht die Autogrammkarte bekommen. Ich hoffe, die ist nicht verloren gegangen, weil die einen Pumperhaare, die wir verschickt haben, also die wer ersteigert hat, sind auch nicht angekommen noch. Was echt ärgerlich wäre, weil der Versand von denen mega toll ist. Physio wird der Therapeut auf deine Diagnose anpassen, ist auch nicht immer zwingend im Liegen. Das stimmt, ja. Ich habe Physio im Liegen, finde ich ein bisschen strange auch, muss ich sagen. Ja, wenn man ganz schwer ist. Roma, du sollst essen, damit du nicht wieder im Regal den Roboter zerlegst, ja. Wobei er hat ihn gar nicht zerlegt, aber es war so lustig, wie er nicht heimkommen ging und er da. Der Justin! Ich glaube, wir brauchen für den Justin einen eigenen Sound, also dann nur. Ja, den kann er einsprechen, wenn er uns besucht. Genau, dann gibt es den Justin-Sound. Immer der Justin reinkommt in den Chat. Justin ist da! Was macht er da? Schau, kriegst du das Schläger, weil du es hier sortierst. In seinen Augen ist das keine Sortierung. Jetzt haben wir die Sounds geused, sehr gut. Jetzt will er gleich auszucken. Aber Justin. Der Peter ist reich, der Peter hat 3000 Punkte, hat er gesagt. Rich Kid. Hat ein paar Sounds rausgehauen. Rush Sound. Bist du fertig? Ich bin im Arsch. Also der Peter hat dir die Punkte zurückgegeben. Schon sehr brav, dankeschön. Jetzt raff ich erstmal, wie das funktioniert, gell? Kackvogel, das ist halt nur für die intelligenten Personen. Ich bin für einer von den intelligenten. Was macht ihr da? Gerade eben oder was? Ich glaube, wir wissen genau, was du meinst. Welche Sets nimmt das? Nein, das ist immer noch die Videosets, das ist keine Angst. Die Ninjago und die ganzen Dinger, die wir bekommen haben, sind noch in den Schachteln. Nee, die Weiße ist schon so voll. Müssen wir ein neues Weiß anfangen? Boah, ich sterbe! Also, der hast du. Jetzt darf nur ich essen, weil das für die Doris musste ich rausnehmen. Sie hat gesagt, sie ist schon zu dick. Nein, habe ich nicht, aber ich habe vorhin eine ganze Packung Oreo gegessen. Und dann noch eine halbe Packung Mao Am, ist schon so schlecht. Servus Brickfilm, by the way. Wuchen auf. Boah. Warum macht ihr die Videosets auseinander? Damit wir weniger transportieren müssen. Das sind nicht die Sets, die Sackerl. Wir haben die nie zusammengebaut. Ich glaube, das gefällt ihm trotzdem. Justin ist sehr streng, ne? Justin, wir haben leider keinen Sklavenkäfig für dich gefunden. Ich habe die gleichen Plastikboxen, ich glaube, die haben viele, die sind vom Ikea, die Sammlerboxen. Möbelix oder Action? Ikea. Natürlich, wo sonst? Ikea. Yeah. Nicht? Was ist Mist, Justin? Das wird ja kein Sklavengefängnis sein. Ach ja. Der Oliver hat beim Ikea gefragt. Wir bauen jetzt das Lego. Ich kaufe nicht so nobel ein. Ikea ist nobel. Aber wir wurden beim Ikea beim Platten bestellen erkannt, trotz Maske. Also du eigentlich. Mhm. Also er hat dir und dann hat er mich angeschaut. Ja. War sehr lustig. Ja, ich muss sagen, er hat seinen Job sehr kompetent gemacht. Not. Aber lieber. Ja, das ist Stefan. Aber er kann eigentlich nichts dafür, er hätte es halt kontrollieren müssen, aber es war halt was Unerwartetes, dass irgendwie zwei Accounts einer sind. Das hat er halt nicht gedacht, dass das passieren kann. Ich glaube, normalerweise bestellen Menschen eine ganze Küche und nicht nur eine Arbeitsplatte. Ja, aber auch so bei einem Account ist es halt sehr unerwartet, dass das nicht passt. Jo, mein kleiner Mann. Ich glaube, Pumba will mitbauen.
Der will erwatschen wieder. Nicht schon wieder. So sortiere ich das. Ja, sie nicht. Nom, nom, das ist der Tafel der Essen, der Oliver. Dankeschön, Christoph. Na, wie geht's dem Rest von euch? Ein Teil des Spenden auf und fürs Lego-Streaming-Zimmer. Wir werden alles aus Lego bauen. Das wäre eigentlich echt lustig. Ja. Hast du vielleicht so viele Steine, die du uns schicken willst, oder was? Das darf dann aber auch nicht Lego sein, oder? Ja, ich frage mich ja, wenn wir wirklich ein Streaming, einen Postfach machen, ob uns wirklich wer was schickt. Habe zwei Füllungen bekommen. Meinst du den Zähnen? Oder Steine? Musst du jetzt jeden Tag arbeiten bis Montag, Christoph? Vor zwei Minuten dauert es mir jetzt schlecht jetzt. Mmh, M&M's. Ja, das ist mir immer noch schlecht. Ja, man isst einfach immer weiter, schon gut. Ja. Aber das Schlimme ist, man bereut es dann in einer Stunde oder so bereut, weil dann ist mir so richtig schlecht. Aber Kackvogel, wir verstehen schon, was du schreibst. Wenn wir es falsch, absichtlich falsch lesen, ist das rein aus satirischen Gründen. Oder weil Oliver nicht lesen. Also immer schwierig, eigentlich will ich sagen aus komischen Gründen, aber eigentlich das versteht kein Mensch. Aus komödiantischen Gründen. Noch unverständlich. Die du nur lustig findest. Ups, sorry, mein Handy ist wieder. Reezy, mach die kleinen Steine in der Box. Ja, das schaffe ich heute nicht. Aber ja, ich weiß, die müssen wir dann aussortieren. Ich hätte es gerne nach Farbe sortiert und die kleinen aber in die Boxen sortiert. Das wäre meine Präferenz der Sortierung. Ich glaube, das ist am besten. Und den Bombi wieder einschalten, die sieht ja kein Mensch. Bombi! Nicht zu den großen, just in der Sortiercoach. Ja, wirklich. Ja, aber zumindest ist es jetzt Bomber-safe. Also ich muss sagen, jetzt hält das echt genug aus. Du musst echt jetzt 4 Tage durchgehend arbeiten, Christoph. Und so. Ich freue mich schon, wenn Freitagnachmittag ist. Freitag werden wir erst um 20.30 Uhr streamen. Vielleicht muss der Oliver auch alleine anfangen. Weil mein Neffe hat Geburtstag. Ich muss mal meiner Schwägerin gratulieren. Erinnere mich nie, ne? Bitte. Meine Schwägerin hat morgen Geburtstag und mein Neffe übermorgen. Und wir feiern am Nachmittag Geburtstag. Darum starten wir später. Muss ich da auch kommen? Nein, du musst nicht kommen. Ich hab Corona. Mhm. Steckst dich sicher an. Ein ehemaliger Arbeitgeber von mir hat es jetzt auch vom Kindergarten. Also du bist der Einzige, der bisher Kontakt hatte mit Leuten, die Corona hatten. Nee, wahrscheinlich hab's nicht. Ja. Es kann passieren, dass die kleinen Steine dann in größeren stecken bleiben. Ja, kann man es nicht ändern. Sehr besser, du bist da, Justin. Ich bin zu müde. Oder wolltest du nicht WhatsApp-Schicken schicken? Ja, wollte ich. Bin sehr vergesslich. Was der Pump will mir helfen. Aber der Oliver war halt urfleißig. Der hat das Bad geputzt, einen Schrank ausgesaugt. Was hast du noch gemacht? Nur weil der Schenzi hat er nicht gegessen, weil er noch schon. Eine Frechheit. Nee. Ich bin hier gerade am dritte abisolieren, damit ich das wieder parallel hier schalten kann. Puh, so viel Zeug weg, das ist unglaublich. Ja. Der Oliver sagt immer, er möchte Frugalist werden, aber dann behält er Sachen, wo ich mir denke, warum? Du bist du, Rette. Die ist immer gut, die tut immer auf mich ablenken. Du sagst, ich will ja nichts weghauen. Du sagst immer, ich muss. Bei mir willst du alles weghauen. Auch selbst wenn es frisch verpackt ist. Weg damit. Und bei ihr, da habe ich noch 5 cm Geschenkspapier. Also das muss man aufheben. Vielleicht habe ich mal so einen kleinen Ring zum Verschenken. Ja. Weißt du, du brauchst kein Foto mehr machen. Aber Schenze, es steht, glaube ich, auf 5 verschiedenen To-Do-Listen.
Aber wenn ich keins machen muss, bin ich auch froh. Das Beste ist manchmal, wenn ich echt To-Do-Listen habe und dann stehen Sachen dreimal drauf und dann komme ich drauf und ich freue mich über, weil ich mir denke so, oh, es ist weniger auf meiner Liste. Jetzt ist mir schon mehr als schlecht. Heute ist internationaler Pizzatag. Wir haben keine Pizza gegessen. War nicht brav. Wir haben heute Kartoffeln gegessen. Brav. Ich hätte echt nicht eine Packung Oreo und Mauer essen sollen. Super, da gut abisoliert. Das sind jetzt drei Litzen weg. Morgen ist ja wieder Modelstag. Da sind die Nina und ich wieder bei der Sabine eingeladen. Was kocht die Sabine? Morgen Käsespätzle. War nicht schlecht. Soll ich das jetzt neu machen? Weiß ich nicht. Wie viele Litzen sind das? Ich koche gleich Bolognese. Mmh. Bolognese ist auch immer gut. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Free! Lang nicht mehr hier gewesen, das stimmt. Hallo, herzlich willkommen. Ich glaube, das muss ich nochmal abisolieren, weil da habe ich jetzt gerade drei Litzen kaputt gemacht von, weiß nicht, vielleicht 10. Das ist vielleicht eher brandgefährlich dann. Habe ich gerade drin gehört, wann ist es so? Warum nerven uns alle? Gestern haben auch Leute gefragt, verlobt ihr euch heuer, wann heiratet sie? Die glauben, dass sie, ich weiß nicht, Bauer sucht Frau oder Bachelor oder was ich weiß. Also, für alle, die kein Instagram haben, Dolly und ich werden heuer weder uns verloben noch heiraten. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwo mal im Ausland so zum Spaß heiraten, aber das gilt hier dann eh nicht. So. Ich glaube nicht, man muss sich dann eintragen lassen. Meine Cousine hatte das mal, die hat in Las Vegas geheiratet und hat dann ewig geglaubt, sie ist legal verheiratet, aber sie hat das irgendwie in Österreich nie eintragen lassen und war dann vom Gesetzgeber nicht verheiratet. Dann das zweite Kind. Oh je, der Kackvogel hat schon schlechte Erfahrungen gemacht im Leben. Na, also wir planen keine Kinder. Ich meine, wenn wird das passieren, glaube ich. Dann kann man eh nichts machen. Aber geplant nicht. Das sagen alle Mädels. Daniel hört bei Ich bin ein Star auf. Ja, ich glaube. Das macht ihm nicht so Spaß. Jetzt wollte ich es schön machen. Scheiße. Reese, deine Uhr tickt. Ja, ich weiß, Justin. Oh, Justin! Das darf passen. Wieso möchtest du ein Kind von mir, Justin? Okay, der Bitte ist wieder weg, er muss essen gehen. Aber du kannst ja gern weiterlaufen lassen. Oder vergeht dir dann der Appetit? Das kann natürlich auch sein. Olivers nicht, ja? Aber dann haben wir halt Kinder von einer Affäre, ist auch gut, oder? Wer? Du oder ich? Wolltest du nicht schon immer eine Stepmom sein? Ich? Ja, lieber, da habe ich keine Verantwortung. Das wäre nicht schlecht. Ein Kackvogel ist jetzt noch fertig. Was ist ja alles so spät? Es ist 7 Uhr. Dann nascht man nur noch. Ja, der Oliver isst am Abend eine Packung Chips, also Mahlzeit alle. Nein, es sind nicht alle Mädels Schänze, aber von außen kriegt man die Fragen. Meine Mutter hat das auch ewig gefragt, jetzt hat sie schon aufgegeben. Ich werde nie heiraten, ja. Ich weiß nicht, warum man heiraten muss. Das ändert ja nichts. Heiraten nicht die meisten, wenn die Beziehung langweilig wird? Das ist das, was man oft hört. Deswegen lösen sich dann auch die Ehen meistens so nach ein paar Monaten dann auf, weil die haben einfach nur geheiratet, weil es langweilig war oder kriegen dann Kinder, weil es langweilig ist. Das glauben, das löst irgendwas. Oh, eleganter Mann. Hurra, hurra, der Bumbe ist da. Jetzt ist wieder grausig, was da. Hurra, hurra.
oder? Keine Ahnung. Das kann ich nicht. Ja doch, sie hören es direkt. Also. Wer nie heiratet, muss sich auch nie scheiden lassen. Top Spruch. So, was war jetzt Plus, was war Minus? Jesus, ich weiß es nicht. Help me please. Was heißt nö, Nina? Bomba, Fleischi. Fleischi. Also bei uns in Österreich macht es steuerlich gleich keinen Unterschied, wenn man verheiratet ist, oder? Und zwar nicht Bart, wisst ihr. Jetzt gleich, jetzt da. Wo ist der raus? Halt den raus. Ja, schnell. Jetzt hat er wieder zwei Stück gekriegt. Das heißt, aber ich glaube trotzdem, dass die wenigsten aus pur romantischen Gründen heiraten. Ja, und lass es. Da gibt es immer wirtschaftliche Gründe oder so. Wirtschaftliche, ja, so. Bumba. Ja. Aber der Nina war romantisch, oder was? Nina, Freund. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, nicht aus Langeweile. Das ist aber nur aus finanziellen Gründen. Wer hat die reiche Familie? Ich nicht. Damit du erben kannst, brauchst du eine Frau. Jetzt war rot, war rechts, gell? Machen wir es einfach gleich da, dann kann nichts schief gehen. Ehrlicherweise würde ich nur heiraten wollen, damit ich eine fette Party habe und ein schönes Kleid und schöne Fotos. Aber das kann ich auch so. Fett sein auf und Fotos. Wegen den Geschenken. Wieso bin ich fett sein auf Fotos? Was? Du hast gesagt fette Fotos. Hab ich nicht gesehen. Redst nur Schaß. Kinder will ich nicht, ja? Das mit den Kindern ist schwierig. Doch schwierig, weil heutzutage ist es halt so, dass die Zukunft eher düster ausschaut und nicht, dass du sagst, hey, toll, Zukunft ist cool. Das ist halt das Dramatische. Schau, der Stefan sagt, die Nina wollte nur seinen Nachnamen. Ja, kann ich auch verstehen. Dein Nachname war einer der wenigen, wo ich sage, okay, der passt gut zu meinem Vornamen. Den brauche ich nicht. Sein Nachname ist... Schade. Riesi Schade. Was ist schade? Nachname ist Schade. Schade, aber mit so einem... Wie kommt ihr mit der Planung für die Klemmbaustein-Arena voran? Also wir haben jetzt... Wir halt machen keine. Du machst nichts, das stimmt. Warte, ich hol mein Buch, Christa. Bin fertig. Also... ich glaube, wir haben 6 Teilnehmer schon. Also 6 Paarungen. Ja, genau. 12. Der Daniel Klemmbausteinreise macht mit, der Don Matumcino, der Peppi von Lego Masters und der Gary von Lego Masters. Der Florian, der ist zwar nicht so aktiv in der Klemmbausteinwelt, aber das ist der, der beim SOS Kinderdorf arbeitet. Und der hat auch Lego und der wird auch mitbauen und der hat auch Gitarre und singt. Er hört Gitarre und singt. Dann Stein im Weltall, die Pandoras Box ist wieder dabei, der Mac Austrian Brick Fan, die beiden haben letztes Mal viel gesungen. Dann der Markus aus der Klemme, du Christoph eben, dann der Joel Wubrick und der Dosten. Also wir haben 6x2 und dann der Björn von Lego Master Staffel von vor 2 Jahren wird gerne mitmachen, aber der muss noch auf seinen Dienstplan warten, den kriegt er am Mittwoch nächste Woche. Und falls der dabei wäre, würde er, wenn der Giuseppe von Lego Masters Zeit hat, gegen den bauen, weil die haben beide Töchter und dann könnten die so mit den Töchtern bauen. Das wäre mal der Plan und diesmal, mein Stream hängt immer wieder, das muss aber an Twitch oder deinem Internet liegen, weil bei uns leuchtet es immer grün.
Ja, und diesmal ist die Klemmbausteinarena mal nur einen Tag, weil wir eben nicht wissen, wie die Arbeit von Oliver wird. Und wenn wir dann Montag bis Freitag durchplanen, ist das ein bisschen schwierig. Er geht nicht rein hier. Aber es wird sicher nicht die letzte sein heuer. Aber diesmal eben am Samstag und je nachdem, ob Björn noch dabei ist, startet es um 16 oder 17.30 Uhr. Und vielleicht gibt es ja auch einen Überraschungsgast aus Deutschland, der dann in Wien ist. Weißt du das sonst? Sorry, ich war gerade konzentriert. Respect, Peace and Love. Ich dachte, du hast das eh gemacht. In meinem Kopf hast du es gemacht. Ja. Gott, wir sind heute alle irgendwo anders, glaube ich. Auf Twitch oder YouTube? Auf Twitch natürlich. Wir sind jetzt Twitcher. Twitcher. Jetzt, ich krieg den Schaden deine, das ist ja, ich weiß nicht mehr anders. Und der Florian vom SOS Kinderdorf hat sich eh gewünscht, dass es mal einen Spendenstream auf Twitch gibt. Ich glaube, die wollen das eh auch mal ausprobieren, das passt dann ganz gut. Das muss ich ausprobieren. Ich weiß nicht, scheinbar haben sie nicht so viele, die auf Twitch streamen. Aber inwiefern ist das relevant? Ich weiß es nicht. Hat er gesagt. Ja, das wäre mal der Plan. Krieg es nicht rein, das ist ja, das war das Problem. Du solltest immer die Website dann überarbeiten. Ja, ja. Step by step, jetzt ist gerade die Wohnung drin. Ja. Darum ist es gut, wenn wir die Platte am 5. März in die Wohnung bekommen und dann eine Woche später die Klemmbausteine erledigen ist. Ja, also uns wird nicht langweilig. Ich freue mich schon, der Oliver geht ja am Sonntag mit den Hunden und er schon so, heute kommst du mit? Und ich so. Ja, kommst du mit? Da kann ich chillen endlich einmal. Ja, endlich ist der Oliver nicht da, kann ich endlich chillen. Nein, ich habe sonst immer so viel zu tun. Bonobo Nature kommt auf Wien zur Arena. Ja, also schauen wir mal, aber es wär, vielleicht kommt Bonobo Nature. Ja, Bonobo Nature, nicht der Bonobo Nature. Schauen wir mal, was der. Oh, ich habe ein Kabel drin. Yay! Schön ist das. Schön ist das hier. Ja. Ich möchte dann pushen, weil ich das Lötgerät immer noch nicht da habe. Das Lötgerät liegt auf deinem Esstisch drüben. Aber habt ihr irgendwelche Wünsche oder Anmerkungen für die nächste Klemmbausteinarena? Wir müssen dann eh nochmal. Wünsche haben, das ist ja Wahnsinn! Ja, dass das Facebook nicht wieder down geht. Ja, stimmt, dass Facebook diesmal funktioniert. Das war hart letztes Mal. Ja, Facebook hat schon gemeint, dass sie vielleicht abschalten in Europa. Ja, stimmt, ist sie wurscht. So, wow, erste Kabel ist drin. Yay! Schön reingepfuscht. Wie es gehört. Da muss ich Modpflichten nachkommen. Nein, musst nicht. Kannst du gern frei nehmen. Ist ja tragisch. Vielleicht macht er das ja gern. Er hat muss geschrieben. Er darf. Ich sag, juhu, da kann ich Mod sein. Hier wieder alles voller Pumbare, das ist unglaublich. Vielleicht kannst du mir irgendwann die blaue Sortierbox runtergeben, weil du hast die Stadt der Laternen draufgestellt. Ich bekomme die nicht. Ich natürlich. Ja. Oliver stellt immer irgendwelche Dinge irgendwo weit oben hin und ich komme halt nicht hin. So. Jetzt gäbe es einen anderen Ort, wo man die hinstellen könnte. Ja, wo? Seid ihr auch so müde? Oder sind nur wir müde? Ich bin hochkonzentriert. Hochkonzentriert? Mhm. Weißt du, ob wir das geht? Hallo! Aber der Schänze, der Probestoff ist noch nicht da, oder? Und
Was meint der Airwolf ernst? Haben wir uns überlesen? Habe ich extra die Wohnung wieder sauber gemacht. Wie, du weißt nicht, ob du mich heiratest. Achso, und da läuft irgend so ein Heiratsantrag. Sollen wir das schon auf Video aufnehmen? Was? Den Antrag? Den Antrag, ja. Der Christoph sagt, wir könnten die Vorhersagefunktion verwenden, die Zuschauer können vor jedem Duell abstimmen, wer gewinnt und dann auch Punkte gewinnen oder verlieren. Kann ich wieder Punkte verlosen an die Zuschauer? Geht das? Ich weiß es gar nicht. Geht das diese? Aber ja, diese Vorhersagen können wir echt machen. Ah, die letzte Arena war schon lustig. Oh. Du kriegst das, Bumbi? Der ist gerade weggegangen. Muss dir wieder zurückgeben, Justin. Leider, ja, leider. Der Christoph liest sich schon ein, du bist echt immer vorne dabei. Darfst du wieder zurückgeben, Justin? Der Bumba ist. Aber jetzt sitzt er da und schaut, jetzt kommt er doch wieder. Heißt der Kopf? Sag mal, Bumbi. Okay, ich mach's da auf. Da wird was drinnen, hat Charlie gegessen? Hm? Ja, bitte, nimm dir. Wie faul kann man sein, da ist noch was drinnen, schau. Hier ist noch was. Jetzt kommt er extra her zum Essen und macht nichts. Noch einmal. Er ist manchmal schon ein komischer. Das heißt manchmal. Was ist denn du? Bist extra gekommen zum Essen, Bumbi, und dann gehst. Ich bräuchte aber echt alle Boxen, wo die Stadtlöcke einfach stehen. Ja, warte! Ja, ich. Müsste diese Woche ankommen. Sehr gut. Bin gespannt. Der neue Pumperstoff. Wir haben jetzt übrigens in unserem neuen Streamingzimmer schon Lego. Wir haben gestern und heute was rübergetragen. Oder uns abgeschleppt eigentlich. Weil Lego ist irgendwie ganz schwer, obwohl es nur Plastik ist. Ja. Ich glaube, ich habe zwei Kabel schon mal reingebekommen. Top, oder? Mahlzeit, Airwolf. Guten Appetit. Was gibt's bei dir heute? Käse. Servus, Kevin. Guten Abend. Hallo. Wo soll ich dich jetzt hinstellen? Auf die Couch mal. Auf die Couch? Ja, was weiß ich. Was ist das für eine Lösung? Eine Zwischenlösung. Oh, keine. Bumbi, kannst du deinen Schweif unter Kontrolle haben? Aber ich freue mich schon so auf den neuen Tisch, dass der einfach 2,94 Meter breit ist. Das ist. Da werden wir urviel Platz haben. Kannst du es nehmen? Was denn? Das fällt da drunter. Boah, ja, der Boden ist. Da würde ich nichts draufstellen. Bist du wahnsinnig? Kannst du bitte das Stehkurs schief stellen? Auf die Couch. Kannst du auf mich hören, wenn ich dir was sag? Alter, was ist das für eine behinderte Lösung? Das ist immer ein Präsentierding. Nur das Problem ist, dass auf Seite das Ding abgebrochen ist. Geht's noch? Geht's noch? Er macht nur Scheiße immer. Der macht nur Scheiße, der Junge. Was ist das denn überhaupt? Du kriegst dann ganz Maul mit dir. Das ist schon.
Ja. So. Ich mache fleißig Sport, damit das Leo dran kann. Also ich glaube, vom Hula-Hoop-Reifen bekomme ich keine Muskeln in den Armen. Und jetzt im Stream heute habe ich dem Oliver gesagt, er muss es abschalten. Ich bin zu müde, ich mag heute keinen Sport machen im Stream. Pumpa, bitte hau nicht mit deinem Schweif alles durcheinander. Perfekt ist das. Das ist das Dümmste, was ich seit langem gesehen habe. Du schaust nicht gut genug, glaube ich. Ja, ich komme zu den anderen Boxen. Bitte sehr. Hast du noch einen? Ja. Alle ja. Beide dort? Ja. Mhm. Nur am Anschaffen da. Ja. Danke. Geht's der Doris gut? Geht's niemandem gut? Warum? So, was haben wir denn da? Charlotte, let you. Ich nehme einen Schlag von Freddy, warum? Weil du nur Spaß machst. Die flippt da aus, obwohl ich die Arbeit mache. Welche Arbeit machst du? Und ich hab das darüber geschrieben. Ja, und wer... Was ist da los? Ist da los? Weiß ich nicht. Der Paddy sagt mir, du sollst auf mich hören. Das macht das selten. Das wäre nicht schlau. Ich glaube, da würde ich schon nicht mehr leben, wenn ich auf sie hören würde. Warum? Kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Hens? Ja. Was macht er als Schönes? Versuchen zu überleben. Wir sind immer müde vom Müll wegbringen, dann zurückbringen und Wohnung herrichten. Oder Oliver versucht, das Auto für die Autorennen endlich wieder zum Laufen zu bringen. Und ich sortiere weiter die Videosets nach Farbe. Zum Laufen zu bringen. Ja, mit Batterien. Ich baue die Batterien um auf Lithium-Ionen-Akkus. Damit das ein bisschen länger hält. Also vor allem mühsam ist ständig die Batterien raus und reinzugeben. Gib gleich weg da. Aber es ist echt traurig, wie wenig große Steine wir haben, muss ich sagen. Kannst du welche bestellen? Ja, könnte ich. Könnte ich. Ah ja, und ich habe den coolsten Badezimmer vorhin bestellt, so einen mit Tropenpflanzen, Palmen, irgendwas. Schauen wir mal. Ich bin mir dann nicht so sicher. Toll, weiß ich nicht so sicher. Ja, es schaut gleich so. Also muss man aufpassen, also Muster und sowas geht ja noch. Wenn man es dann zu kindisch macht, dann könnte es echt kacke aussehen. Ich habe es nicht kindisch, ich habe Pflanzen bestellt und nicht Schmetterlinge und Blümchen. Ja, weil du das Stick, wenn du sowas drauf hast. Ist ja kein. Achso, ja, die würde ich wenn dezent. Ich habe dann nämlich auch so Palmen- und Pflanzenstick auch bestellt. Aber die, ich würde nicht das ganze Bad zukleistern, sondern das ist halt so ausschaut, als wäre es so ein Palmen. Du kannst doch echte Urwald. Pflanzen nehmen dafür. Habe ich auch, ja. So, jetzt haben wir das da angehängt. Bin ich schon aufgeladen, Mann. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt ganz richtig ist, aber. Wird schon halten. Das gehört halt im Idealfall angelötet, aber hier funktioniert es ja auch bei dem Roboter. So, Essen brutzelt jetzt. Ui, gut. Ich habe auch gekocht die letzten drei Tage. Okay. Wie ein Meister. Ja, einmal eine Pizza. Montag hast du nicht gekocht. Doch, eine Pizza. Meinst letzte Woche. Montag haben wir
zum Ikea essen. Und dann haben wir Nudeln gegessen. Und dann haben wir keine Pizza gegessen. Das war letzte Woche. Aber okay. Schön, sie bekommt auch einen Kai-Uwe. Schön. Ich habe zwei Kai. Hier im Stream sieht man sie so gar nicht, aber ich habe sie auf beiden Seiten. Und der Kai-Uwe ist immer noch da, der Original. Und das ist das Ende von, wenn ich meine Brille aufhabe. Also meine Brille liegt dort immer auf der Stelle. Ich glaube, deswegen kriege ich sie immer. Aber ich kann nicht den ganzen Tag ohne Brille. Also jetzt habe ich Kontaktlinsen, aber ich kann nicht nur Kontaktlinsen tragen. Wäre vielleicht gut. So. So, jetzt haben wir keine Batterien, die aufgeladen wären, um es zu testen. Naja. Gut, ja. Dein Essen ist auf Discord protokolliert, also hast du das gepostet? Ja. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe es in meinem falschen Kanal jetzt gepostet. Na, na, Kevin, unser Sortieren wird nie fertig werden, das ist das Problem. Wir haben zu viel zum Sortieren. Wir haben selber schon einen Justin, der dringend kommen muss. Einen Justin. Mhm. Einen Justin, den wir einfliegen. Nur zum Sortieren. Nur zum Sortieren. Sonst soll man gar keine Zeit mit ihm verbringen. Aber. Ich rede nicht so, was der glaubt es denn noch. Das geht, er weiß eh, wie es Brand ist. Der Justin hat aber auch Besuch von Kai Uwe und seinem Bruder bekommen. Gleich zwei, nicht schlecht. Justin? Mhm. Oh. Ich habe übrigens gestern auf Instagram ein Profil gesehen, der heißt KaiUwe69. Ach, super. Zum Glückwunsch, KaiUwe. Ich weiß nicht, wann ich wieder Vorlesung oder sich die buchen. Wieso, was ist da passiert? Naja, wenn er Pflichtvorlesung hat und da sein muss, kann er nicht in Wien sein. Ach so, du meinst, dass ein wenig kommen, okay. Ja, ist echt blöd, wenn die Brille drauf drückt, scheint sie. Eigentlich ist das kein Grund, dass das. Was? Das ist ein Problem, so. Naja, aber vielleicht, wenn ich schon einen Pickel habe, kommt der einfach immer wieder, ich weiß nicht. Oder redest du von deinem Vorbild? Sugar, sugar, shit! Shit, sugar, shit! Schön? Schön, ja. Nur die tollsten Sänger können das. Mhm, und jetzt sagt sie sogar dazu. Mhm. Mhm. Sieh, du kurz weg, Oje. Wenn ich wenigstens das wüsste. Unser Internet war weg? Oder eures? Ihres! 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 Jetzt müssen wir schauen, ob das irgendwie gut ausschaut. Der Bau. Das wird schwierig. Das wird schwierig, weil ich kann nichts bauen, was gut aussieht. Nope. Hat man schon bei Lego Masters gesehen? Meine Skills sind sehr begrenzt. Ja. Yep. Ich kann vor allem keine Buchstaben schreiben. Ich finde es immer noch so geil. Was er jetzt genau aussieht, ist schon wieder vergessen. Das ist hässlich. Das ist das Hässlichste, was ich je gesehen habe, oder was? Irgend sowas. Du musst mal zusammenbringen. Das, also das wäre echt hardcore. Ja. Liegt das an Corona? Ich glaube nicht. Oder überlegt die Uni, ob sie Präsenz oder online macht? Na, die haben gerade Semesterferien. Also vor März geht es eigentlich normal nicht los. Ich weiß nicht, wie es das beim Justin ausschaut, aber. Oh mein Gott, diese Videodinger nehmen einfach kein Ende. Darum sind immer noch viele. Ja, vorgestern am Abend schon ein bisschen sortiert. Also keine, nicht Steine, aber halt diese Kisten. Weil da schon so viel anderes Zeug im Regal waren, haftet vor, deshalb haben wir so viel.
Aber idealerweise haben wir auf unserem neuen Schreibtisch dann im Studienzimmer Platz, wo Mocks stehen bleiben können, wenn wir sie bauen. Also wenn wir dann unser Jahresprojekt irgendwann im März starten. Ja, ja, Jahresprojekt. Fünf Jahre später. Das war deine Idee, das zu bauen. Also nicht meine. Also, was ich jetzt rennst du da nicht raus. Ja. An der Kommunikation der Uni, das ist schlecht. Mach halt ein Auslandssemester in Wien, Justin. Glaubst du, was du da alles sortieren könntest? Und bauen. Und Party machen. Was baue ich da für Müll? Oh, ich darf nicht vergessen, dass du mit Firmenhandys. Und wenn ich irgendwann zum Mittag drauf komme, dass mein Firmenhandy-Akku leer ist. Mich keiner anrufen kann. Habt ihr scheinbar nicht geheiratet dazwischen? Was? Nö. Noch nicht. Wahrscheinlich jetzt nicht. Da gibt es eine Bedenkzeit. Wofür? Heiraten darfst du. Du musst noch bedenken. Ich? Ja, gehen wir, glaube ich. Vielleicht mag der Justin nicht heiraten. Willst du dir das wirklich antun, Justin? Man weiß es nicht. Justin ist auch sehr friedlich. Ich glaube, der hält ihn schon aus. Katrin, was hast du gegessen? So, jetzt wieder zurück vom Essen. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Er darf die Doris erst heiraten, wenn er mir seine Adresse schickt. Na, vielleicht zieht er ja nach Wien. Und das ist meine Adresse. Nacho-Salat. Was ist ein Nacho-Salat? Das ist, wenn man keine Lust hat zum Kochen. Wann machst du Nachos, oder? Was soll das sein? Das klingt so nach, was habe ich, Nachos? Aber er hat vorher gesagt, er hat den Ofen piepsen können. Also haben sie den Nachos zumindest warm gemacht. OMW. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber es schaut jetzt aus wie ein umgekehrtes Auto. Wow. Oliver, wow. Ich habe jetzt nicht die passenden Teile, weil das alles in die falsche Richtung geht. Sehr gut, Oliver. Bohnen, faschiertes, Salat, nackt. Okay. Nacht? Nackt. Ich bin nackt. Das war ein Spaß, du bist immer den größten Schaß der Nacht Welt. Nachts steht da. Ich weiß. Da steht nachts. Wenn du nackt vorliest, dann müssen es alle lustig finden. Da steht Nacht. Mhm. Da ist wieder Spannung in der Luft. Spannung. Schön, sie versteht mich. Ich hab dich eh auch verstanden. Nein, hast nicht. Okay, dann verstehst du nur was und bist einfach nur beeinträchtigt. Hör auf, ich mag das nicht. Das war eh noch einer offen von vorher. Den habe ich nie eingelöst. Da geht's zu. Ja, schau, das ist Gewalt. Gewalt gegen Männer. Me too. Ich mache da jetzt eine Bewegung draus. Wer soll dich da unterstützen? Alle Männer werden immer geschlagen. Das glaube ich nicht. Ohne Grund. Das war es verdient. Hör auf jetzt, ich mag das nicht. Ich will sie nur kitzeln auf dich Schläge. Schau. Das waren keine Schläge, ich habe dich gekitzelt. Ich habe dich gekitzelt. Servus Wally, guten Abend. Hallo. Reese ist heute ein bisschen schlagfertig. Wir sind wie ein altes Ehepaar. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
Oder hat sich gerade mit sich selber verglichen? Wie alt ist der Kackvogel eigentlich? Das weiß ich gar nicht. 100, oder? 100, ja. Das sieht schon aus. Boah, aber jetzt gibt es halt keine Bohnen, wenn sie die Bohnen aufkriegt. Tragisch. Oh, shit. Ich bin die Steine, die haben in die falsche Schachtel. Ja. Schieb einfach was gut. Nein. Ich kann selber sortieren. Was baut ihr? Nicht sinnvoll. Reese sortiert. Und ich versuche unser Auto hier abzugraden. Dass es halt mit Akkus läuft und damit es lange, lange Energie hat, ohne dass wir es ständig aufladen müssen. Aber die Akkus sind gerade noch rot. Wir müssen leider warten, bis sie fertig aufgeladen sind, um das wieder auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob der Kackvogel 29 plus gemeint hat oder 29 Lebensjahre hat. Das L ist halt so dabei. Aber Kackvogel ist Tipp auch immer so. Sehr sympathisch. Rumpelfleischi. Ja, der Bumbe kommt nicht. Ich meine, ich kann es öffnen, aber es wird nichts bringen. Du bist schon 41? Wer ist der Jüngste? Wer ist der Älteste? Ich glaube nicht, dass du so alt bist. Nee, schnell, geh hin, Bumbi. Ist der hin? Der Jüngste im Chat, der Walli, glaube ich, jetzt gerade, oder? Von denen, wo ich weiß, dass sie da sind. Geht gleich ab, schau, jetzt. Yay! Sehr gut, Bumbi. Super! Das gefällt mir ehrlich gesagt. Ist schon zu. Also, wir Kackvogel sind, der Oliver wird im März 34 und ich bin 38. Guck mal! Weg da! Schick die Hand weg! Ich bin 140 Monate alt. 22, lol. Ja, der Oliver, der Justin ist noch ein Büschchen. Süße 22 Jahre. Jung und vital. Jung und vital, wer möchte ihn? Was machst du denn? Was machst du da? Mehr ist voll. Ich bin das so negativ heute. Ja, das ist von dir aus dann. Das ist ja Wahnsinn. Nur weil du genau jetzt was in der schwarzen Box brauchst. Mhm. Weißt du, dass du sehr laut rast bist? Ja. Mit Absicht. Oh, die Shanti passt auf den Justin auf. Ich weiß nicht, ob der Justin das braucht. Justin, musst du dann aufpassen. Aber sonst landet er im Käfig bei uns. Da hat sich jemand wirklich ernsthaft beschwert über diese Meldung mit wir suchen einen Käfig für unseren Lego-Sortiersklaven. Ich glaube, der hat das lustig gemeint. Nein, der hat sich uraufgeregt. Der war urpisst und hat gemeint, man lacht nicht über sowas, sondern ja, also nur Sklaventum damit und was weiß ich was. Vielleicht findet er selber das lustig. Also weil ist er selber ein Sklave. Ja, wahrscheinlich. Und er findet es einfach nicht lustig, dass du darüber Witze machst. Ja, das dachte ich auch. Ich wollte nicht schon fragen, ob er Erfahrung hat. Weil normal war die Reaktion nicht. Nein, der Justin studiert noch. Und weiß nicht, wann er nach Wien kommen kann, weil er nicht weiß, wann er Vorlesungen hat. Geht's das geradeaus? Jetzt geht's das geradeaus. Der Justin darf mit den Hunden spielen? Warum? Mit den Hunden? Du hast Hunde, ich hab keine Hunde. Ja, mit der von Shanti, ne?
Achso, das kann auch sein. Oh, wie der Kackvogel weiß alles. Gestern hat übrigens jemand geschrieben auf Tinder, dass unser Instagram-Kanal cool ist und wir sind nach dem Happy Planet die Top-Lego-Influencer. Und du hast es schon geglaubt. Ja. Oh. Jetzt waren Technikstange. Vielleicht solltest du die Sachen, die du auch immer rausnimmst, wieder wegsortieren, so wie deine Boxen da oben. Ich bin hier kreativ. Der Paddy sagt, die Shanzi ist schmutzig. Schmutzig? Ein schmutziges Mädchen, weil sie am Justin aufpassen will. Sind sie in Halbblut oder was? Ich weiß nicht. Justin, brauchst du einen Babysitter? So. Uff. Hui. So, jetzt fällt der Pins wieder heißt. Bauen. Was tust du die ganze Zeit? Bauen. Lego. Aber es das ist alles heißt, ich glaube, der ist schon alt genug. Na, sehr gut. Ja, wir machen aber einen 18-Plus-Stream. Hat keinen Unterschied, oder? Warum? Was da hier unten kommt. Ja, klingt spannend. Lego 18-Plus. So, dann schaut das Ganze hier ein bisschen besser aus. So, kannst du jetzt dort noch fahren oder geht das hier? Wie weit seid ihr mit eurem neuen Streaming-Raum? Gut, schaut's aus. Also, wir haben es. Wo hat man alles runter? Jesus! Wir haben es mit gestern geschafft, alles aus dem Zimmer rauszubringen, was nicht drinnen sein soll. Das waren einige Kubikmeter Stuff. Und am Samstag kommen die ersten neuen Möbel dafür. Also zwei Lego-Regale, wo dann Lego-Kisten reinkommen. Und am 5. März kommt dann die Schreibtischplatte. Die kommt auf so Kasteln drauf. Und bis dahin wollen wir dann eigentlich schon spätestens in der Wohnung sein. Also eigentlich in 3,5 Wochen, sehr bald. Jetzt sind nur die Schreibtischsessel ausverkauft und Ikea ist da und irgendwas ausverkauft. Ja, aber die waren echt gut, Schreibtischsessel. Ja, also wir nehmen uns an sich den gleichen Sessel. Nur der Oliver in blau und ich in rosa. Und der Oliver nimmt ihn mit niedriger Lehne und so Armstützen. Und ich nehme ihn mit hoher Lehne ohne Armstützen. Nur es gibt ihn gerade gar nicht. Also vorgestern schon noch, aber wir wollten warten, weil wir noch was anderes dazu bestellen wollten. Und mit gestern was ausverkauft. Schauen wir mal. Aber Sessel sind das wenigste Problem, weil da können wir die vom Esstisch inzwischen auch nehmen. Die Platte dauert so lange, ja, die dauert 4 Wochen tatsächlich, bis sie kommt. Aber was eh gut ist, weil die ist 2,92 Meter lang und dann haben wir halt Zeit, dass bis dahin wirklich alles in der Wohnung fertig ist. Hätten sie jetzt nochmal abmessen können, ob das stimmt. Das stimmt eigentlich, bevor es produziert wird. Vielleicht sollten wir es machen. Wurscht. So, jetzt habe ich das hier rumgepfuscht, damit wir noch oben bauen können. Weil sonst hat mir das nicht gefallen. Jetzt haben wir oben eine Steckfläche. Ja, der Sessel ist echt nicht schlecht. Es gibt so eine Ikea beim Westbahnhof. Da kann man eigentlich kaum was kaufen, außer so Kleinstuff wie Kerzen, Gliederrahmen und so. Aber der hat halt die meisten Sachen zum Anschauen und Ausprobieren und da kann man es halt online bestellen. Der Wall hat sich einen Schreibtisch selber gebaut. Ja, unsere ist quasi auch eine Küchenarbeitsplatte und steht dann auf Kallax-Regalen, damit wir halt Fläche haben zum Stuff-Porten. Ups.
Aber ich meine, Schreibtisch bauen ist ja an sich einfach nur eine zwei Stützen und eine Fläche, oder? Oder hast du dir einen Laden oder sowas gebaut? Oder einen Lego-Schreibtisch. Den ganz kleinen. Den kleinen Lego-Schreibtisch. Mit Schubladen sogar nicht schlecht. Nicht schlecht. Bist du Schreinermeister oder was? Wenn ich doof war und das erste Zimmergebäude sehe, ist das der fette Stimmbeste. Achso. Ja. Das ist dann der Justin gewesen. Machen, das ist eh cool. Ja, aber Schubladen selber machen ist ein bisschen Overkill, deswegen frage ich, ob du das mal wo gelernt hast und deswegen. Für mich kann ich eine Mauer. Dankeschön. Nom, 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 nom. Bomba, Fleischi. Justin hat raus. Bruno ist nicht sehr interessiert. Gib's dir da zurück. Mein Handy ist auch beständig ausschalten. Gut gemacht. So. So. Da kann ich mir nicht ganz vorstellen. Da sind die Batterien drin. Aufschreiben, sonst vergesse ich es wieder. Hat Bruno heute Abendessen bekommen? Ja, heute hat er Abendessen bekommen, weil er schon gekotzt hat. Und wenn er kotzt, dann hat er immer schon sehr Hunger. Also hat er ihm das gegeben. Ist Mr. Gold okay? Danke. Schönen Abend, Wally. Verlässt du uns? Ich meine, der Vorteil ist, wenn der Puma hungrig ist, ist er mehr da und will Futter haben. Tschüss, tschüss. Aber wenn er schon schweißt, weil er Hunger hat, dann muss ich ihm das geben. Ich spiele, weil er Hunger hat. Ah, schau, kommt sogar. Wenn man redet über den Teufel. Der arme Bruder. Naja, weit bist nicht gekommen. Also Bumbi, weit bist du gerade nicht gekommen, muss man sagen. Dreh dich einfach um. Er war jetzt zu faul, um wirklich zu kommen. Ja, ja, etwa das Seite nicht so gut zum Hochgehen. Da müsste der Hund wieder hoch, aber das ist ja richtig hart. Das Handy weggeben. Guckst drauf. Super. Richtig füttern. Schau. Und es geht nicht auf die Tastatur legen, Bummi. Einige Teile trennen alle orange. Ja, die meisten sind auch orange. Eigentlich. Dann nimmst du die? Ist nichts mehr drin, du. Zu spät. Jetzt geht's zu. Na komm, schaff's noch. Alle zwei.
Wir haben heute sogar ein paar grüne Teile drin bekommen, weil wir bei AliExpress so weiße Platten bestellt haben für die neue Minifigurenwand, weil ich habe meine dann mit Heißkleber angeklebt, das heißt, die kann ich nicht mitnehmen. Aber müssen wir noch schauen, wo das dann genau hinkommt dort. Also erstmal die Möbel aufbauen und alles und dann schauen wir. Schön, 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 schön. Tschüss. Bumba. Ja, wir müssen vor allem mal da an der Minifigurenwand hängen. Echt nicht alle Minifiguren, die wir haben. Wir haben mega viele. Und die, die da sind, sind vom Justin eigentlich sortiert. Und der Rest hat es noch nicht auf die Wand geschafft, beziehungsweise haben wir eine ganze Lade voll mit Minifiguren-Sackerl, die noch gar nicht ausgepackt sind. So. Kommt alles noch. Vielleicht. Aber darum habe ich dem Oliver auch ein bisschen Stress gemacht, mit, dass wir halt umziehen und zu ihm ziehen, weil ich das nicht aushalte, wenn das dann über 3 Monate sich zieht. Da ist lieber kurz und stressig. Ich würde es zeigen, oder? Zeigen? Kannst du ein Foto machen? Hast du den neuen Reel schon gepostet? Ne? Nein, das Reel poste ich morgen erst. Morgen posten wir ein Reel, wo tatsächlich die Wand drauf ist, aber die ist, da ist ja das Regal und am Ende vom Regal habe ich so weiße Platten draufgegeben. Also ich kann es kurz in Discord. Das schaut jetzt nicht spektakulär aus. Es schaut nicht so toll aus, weil sie noch nicht fertig ist, aber ich mache den Foto mal kurz. Jesus. Zeig's mal kurz da hier. Sieht man da Bomba? Warum lässt du es jetzt ein? Ich schick's auf Discord, dann könnt ihr es euch anschauen. Warte mal. Discord. So, Foto. Gummifleisch, ja, der hat nichts mehr drin. Den muss ich jetzt erst auffüllen. Also das Foto sollte für euch sichtbar sein. Der Christoph wird es auch so schnell machen wollen. Ja, ich mag das nicht, weil wenn du dann irgendwie in 2 Wohnungen bist und nicht weißt, wo du hin sollst quasi oder wo was ist, ich mag das nicht. Oliver stört das weniger, weil der hat nicht so viel Stuff. Nein, ich brauche nicht so viel Stuff. Ja, haben hast du schon viel Stuff. Oliver ist der Herr mit 20 Laternen, 300 Kerzen und was weiß ich was allem. Laternen. Mhm. Ach, meine Laternen. Die Wand ist ja wirklich schon schön voll geworden mit den Figuren. Ja, aber das sind. Du Kleiner, das war jetzt nicht für dich. Echt doch nicht alle, weil bei den Figuren fehlen die ganzen. Hör auf. Alten Figuren vom Oliver. Du. Aber die sind teilweise eben nicht so, wie sie wirklich gehören. Das müssen wir noch sortieren mit Justin. Und die neuen sind teilweise noch viele im Sackerl, die sind noch gar nicht ausgepackt. Darum habe ich jetzt sogar noch mehr Platten bestellt. Aber schauen wir mal, wo wir die ankleben, ich weiß gar nicht. Weil das neue Lego-Regal hat keine Seitenwand, sondern nur so Pfosten. Also wenn, müssen wir es gleich auf die Wand kleben. Ja, schätze ich bin einfach eine Ziege. Eine Ziege? Ziege, ich bin genügsam. Oliver ist die Ruhe in Person bestimmt. Genügsam bin ich. Ja, wir haben auch 1 oder 2 Teile drin in Grau. Die sind echt viel besser. Die sind massiver. Massiv. Absolutely bei massive. Bei Lego Masters im Studio haben wir viele verbraucht. Die waren immer so schnell verbogen. Oder weg. Ich glaube, irgendjemand hat sie immer versteckt. Also ich dachte, hey, das verstecke ich, da können sie nicht keine Teile drin. Dann habe ich es irgendwann so gebastelt mit Lego-Teilen, dass der Oliver eine Kette hat und hat ihn umgehängt.
Und dann habe ich ihn erst recht gesucht. Mhm. Ziegen sind entspannt. Ja, die Ziegen sind genügsam, das sind das Dings. Ich versuche das gerade genauso so komisch wie du da zu verzieren, aber ich krieg's nicht hin. Komisch. Damit es diesen typischen Look hat, aber. Ich habe mir so Boxen geholt wegen dem Staub, aber noch keinen Platz gefunden, wo ich die anbringe. Boxen? Was für Boxen? Meinst du so Bilderrahmen mit vorne, wo du sie reinstellen kannst? Und unser Lego am Regal ist, glaube ich, eher schon staubig, weil es länger steht. Ich glaube, irgendwann müsste man das einfach unter die Dusche stellen, abduschen oder so. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst putzen soll. Oder will. Es ist endlich Halbzeit. Was schaust du denn an, Signal? Guten Abend. Hallo, Dominikaner. Servus. Was ist dein Name? Ich würde aber die neuen Platten dann mit 4 Acrylpunkten ankleben. Hm. Was sind Acrylpunkte? Du kannst einfach nur so Tropfen machen, was dann drin gibt, dann ist die komplette Fläche. Haben wir sowas? Beim Kleben machst du einfach 4 Punkte. Achso. Was ist, haben wir sowas? Ich wusste nicht, ob das was Spezielles ist, muss man ja gleich wieder. Nicht. Nein. Also, ich weiß ja auch nicht. Verstehe nichts. Da krieg ich auf der Nuschelt. Du nuschelst. Ich mit. Achso, okay, mit Silikon irgendwie sowas, okay. Wo ist der tanzende Bumbi? Was? Der tanzende Bumbi? Achso, die Bumbis. Kennt euch von Lego Master und dachte ich schon auch vorbei. Ja, cool. Bald kommt die neue Staffel. Also bald. Bald wird sie gedreht wahrscheinlich. Jetzt sind gerade Casting scheinbar, weil Anfang der Woche am Montag hat jemand geschrieben, quasi, ob ich Tipps habe, weil der am Samstag in Köln Casting hat. So? Mhm. Da früh schon? Ja. Lustig. Vielleicht sind sie heuer organisiert dann. Oder sie wollen es früh abdrehen. Ja, kann auch sein. Das war schon ein Risiko. Wenn irgendwas mit Corona gewesen wäre, hätten sie das nicht rechtzeitig fertig gekriegt. Ich bastle gerade das Rennauto neu. In der Falle kommen dann die Akkus rein, die ich gerade auflade. Wenn ich das schaffe, kriege ich gut. Damit man nicht ständig die Batterien wechseln muss. Das ist das Auto, was ihr dann über den Chat steuern könnt. Wenn es Mittwoch ist, weil es jetzt wochenmäßig runtergeht zum Wochenende, quasi Mittwoch ist auch Bergfest. Ja, Mittwoch ist immer so, okay, man hat die Woche fast geschafft. Nur noch 2 Tage durchhalten. Und Freitag ist man meistens dann eh gut gelaunt, weil es dann Freitag ist. Und das Wochenende quasi vor der Tür steht. Oliver, warst du schon immer so ruhig und ausgeglichen? Puh. Schwer zu sagen, in Hindsight. Ich kann nur sagen, ich war früher nicht so sicher. Aber inzwischen bin ich ganz glücklich mit mir selbst. Aber ich war früher ja so der schüchterne Typ, der dann halt eher, ja, wenn ich dann irgendwie gekannt habe, war ich dann schon sehr lebendig. Ich war gleich noch nie ruhig und ausgeglichen. Noch nie in deinem ganzen Leben. Immer 100 auf 100 Leute schlagen. Was? Das ist dein Leben. Was erzählst du für Lügen? Was für Lügen, haben alle gesehen? Ich schlag niemanden. Das hat heute, hat man das einfach gesehen. Nur das ist normal.
Das war noch offen, das hatte kommt, jemand das kommt eingelöst. Das kommt öfters vor, ich sag's euch. Das stimmt nicht. Also kann Goldbär noch klippen. Sicher noch eine Anzeige. Körperverletzung. An Reeses Seite wirkt jeder ruhig und ausgeglichen. Der Kackvogel, der kann es leisten, der ist weit genug weg. Bin ich so schlimm, Kackvogel? Kackvogel, wenn du jetzt sitzen würdest, hättest du schon... Der wäre der Schädel, der wird schon 30 Tage wackeln. Ich sag halt immer gleich alles. Gesteinigt hast du aber schon wen. Ich muss mich ja nicht zurückhalten. Es ist immer besser, es kommt gleich alles raus, weil dann bin ich ausgeglichener. Schön. Dominikaner hat auch genervt, dass wir ständig Bomber gebaut haben. Gebaut? Aber sonst fand er cool, was er gebaut hat. Pikachu! Das war unser Trick, Dominikaner. Wir haben uns einfach geschaut, dass wir immer was für einen Bomber bauen. Da hat man dann ein gewisses Setting. Siehst du, du hast uns dich gemerkt wegen dem Bomberschaß. Sonst vielleicht nicht. Und der RTL hat das halt auch gepusht dann. Also es war nicht nur unser Mist. Wie oft der Daniel Bomber gesagt hat, weil absurd. Wir haben ja schon selber gesagt, deswegen wird das jetzt übertrieben. Aber das Trinkspiel war ja dann ganz gut. Kannst du es runtergeben? Immer wenn jemand Bomber gesagt hat in der Show, hat man einfach da einen Shot getrunken und dann war es nicht schlecht. Ja, Mama schnell betrunken. Was? Oliver kriegt einen fürs Lachen, was? Stimmt, ihr habt nächste Woche nur noch Montag und Freitag? Nein, das ist Mittwoch und Freitag, das hat's falsch reingegeben. Ja, ich glaube, na, während Stream kann man es nicht löschen, das habe ich letztens schon versucht. Am besten einfach immer die Benachrichtigung einschalten, dann seht ihr, wenn wir streamen. Aber Montag, vor allem Montag startet der Oliver den neuen Job. Ich meine, ich wollte eigentlich Montag gerne streamen, weil der Valentinstag ist, aber ich glaube nicht, dass das gehen wird. Kann ich meinen alleine streamen? Aber ich weiß nicht, wie ich das starte alles. Aber ich bin eh relativ ausgeglichen. Ich bin halt laut. Was lachst du? Was denn? Ja. Wenn es draußen ist, dann passt es ja wieder. Alles cool. Ich will nur keine Schläge. Ja. Oliver nimmt am Montag Kuchen mit zur Arbeit. Warum? Das habe ich mit Oliver vor 2 Tagen diskutiert. Man nimmt doch nichts am ersten Tag mit, das ist urschleimerisch. Das macht man nach 1-2 Wochen, wo man die Leute kennt. Nein, da kann man gleich einen guten Eindruck hinterlassen. Nein, ich finde das genau das Gegenteil. Ich würde mir denken, was will der Trottel sich einschleimen? Und der Unterschied zwischen Leuten, die nicht ausgeglichen sind und Leuten, die ausgeglichen sind. Ich bin ausgeglichen. Emotional Damage! Boah, kannst du das dem Dominikaner bitte zeigen? Schauen Sie! Gute? Gute? Ja. Jetzt jedes? Nein, 2, dann reicht's. Dann reicht's mir. Sehr schön. Sehr, sehr da schön. Ist noch so blau. Hat die Reese alleine gebaut, ja? Wie nur erwähnt, ist jetzt alleine gebaut. Blau-Grüntöne und dort hinten so braun-schwarz-grau. Man kann auch laut und aktiv und trotzdem ausgeglichen sein, ja? Eben. Ja, die sind von Ikea. Aber Sunderhead. Nicht die Reese. Wirklich so unausgeglichen? Das müsst ihr mir jetzt sagen. Ihr seid wenigstens ehrlicher als der Oliver. Wenn du heute so angefressen bist und mir einen Schädel gibst. Oha, ausgeglichen schaut anders aus. Bumi, kommst du noch? Habt ihr die Platte im Hintergrund zurechtgesägt? Welche Platte? Also, Sunderhead ist bei uns jetzt teurer. Die im Bild. Ja, die hast du tatsächlich abgeschnitten. Ja, die habe ich abgeschnitten, also mit der Schere abgeschnitten. Aber es war halt keine Lego-Platte. Ja, das war irgendeine Platte von AliExpress. Bei uns gibt es übrigens nur die kleinen Sunderhead, dafür habt ihr in Deutschland noch größere Sunderhead. Sie mehr Glück.
bezüglich Schleim ist es egal, welcher Zeitraum ist. Nein, wenn man die Leute schon ein bisschen kennt und sich die freuen. Also sagen wir mal so, ich würde nie was am ersten Arbeitstag mitbringen. Ich weiß ja nicht, wer da ist, wer mich erwartet. Ich glaube, du hättest Angst, dass sie sich dann daran gewöhnen, dass sie sagen, hey, der bringt uns jedes Mal was. Außerdem, wenn du Kuchen mitbringst, muss ich den machen. So, wenn es was fertig ist. Nimm ein Prosciutto mit und verteile ihn. Mach's Mundi auf! Der Oliver ist da, Onkel Oliver! Sehr lustig, oder? Gott sei Dank arbeite ich nicht mit dem. Das wär, oder? Ich halte jedes ein Stück Prosciutto hin und dann kann es sich schnappen. Ich glaube, ich baue mir auch sowas. Ja, also, das sind eben die Sunnerhead Bilderrahmen von Ikea, die kleineren. Und die Platten sind die 32x32. Und da habe ich immer auf jeder Seite zwei Noppen abgeschnitten, dann geht es sich genau aus. Sunnerhead, so heißen die Bilderrahmen bei Ikea. Und die Tina von Lego Masters hat das auch gesehen, bei mir die Bilderrahmen, und hat sich dann den größeren gekauft, die gibt es leider bei uns in Österreich nicht, in Deutschland schon, und hat die Platte dann direkt reingeklebt und hat dann rundherum ein bisschen mehr Platz, aber bei uns gibt es eben nicht. Ein Tipp, habe auch Oktober einen neuen Job angefangen, wegen Corona ist das teilweise auch nicht erwünscht und muss bei manchen einzeln verpackt sein. Siehst du? Ja, das mit dem Prosciutto, gell? Das wäre vielleicht ein bisschen zu risky, auch selbst ohne Corona. Du kannst jedem eine Packung Prosciutto mitbringen. Aber es ist Niederösterreich, da sind sie entspannter. Ja, ich sehe schon, nächste Woche habe ich wegen der Corona. Schau, wenn Justin uns das nächste Mal besucht, dann gibt er zwei große Sunnerheads mit. Das wäre natürlich sehr löblich. Ja. Sehr löblich wäre das. Dann kriegst du auch einen Goldstern. Ja, ich mag eh auch den Justin mal in Dortmund besuchen. Mein letzten Team hätte Schleime nichts gebracht. Ich war im hinterhältigsten Team im Gebäude. Und das ist sehr gut, wenn sich die Leute gegenseitig das Bein stellen, statt zu hackeln. Welche Dominikaner machst du einen Bilderrahmen? Weil ich habe zuerst einen gebaut. Also ich habe vier eben. Da hinten ist noch der braun-graue. Und wenn du nur einen machst, dann würde ich so die Standardfarben nehmen, eben so rot, blau, grün. Regenbogen. Gelb, so regenbogenmäßig. Und dann rosa, lila auch noch rein. Also einfach die Farben, die am meisten knallen, wenn du einen machst. Weil das knallen gesagt? Was. Und sonst einfach die Farben, die dir gefallen oder in deiner Wohnung, in dein Zimmer passen. Und wenn ihr in Dortmund seid, ich kann in Ikea empfehlen. Ja, ich habe eh schon wegen Flügen auch geschaut nach Dortmund, aber am Freitag gibt es nur welche in der Früh, da müsste ich mir Freitag frei nehmen, weil sonst geht es Samstagabend bis Sonntagmittag und dann bin ich irgendwie nur zum Schlafen in Dortmund, das wäre auch ein bisschen doof. Ja, und der Oliver kann jetzt noch nicht so planen wegen dem neuen Job. Ja, vielleicht muss ich jetzt 24/7 arbeiten. Ich hoffe nicht. Weil ich so ein löblicher Hackler bin. Shenzis Chef war immer froh, weil er im Homeoffice war. Ich geh nicht rein, den Stein. Der los. Der Oliver arbeitet von überall aus. Und von wo aus soll ich arbeiten? Jetzt verstehen diese. Ich glaube, der Oliver hat dann, wenn immer Mittwoch, Freitag Homeoffice. Das ist ja gar nicht so schlecht für uns zum Streamen. Es ist halt jetzt wieder ein neues Projekt, da ist man noch motiviert am Anfang. Da kann man wieder, da möchte man wieder Gas geben. Wenn man dann wieder alles kann, dann ist es eh wieder so, dann arbeitest du halt deine Arbeitszeit und Sache ist gegessen. Also Dortmund, Wien. Stimmt, du kommst einfach mit und arbeitest dort. So, also ich weiß nicht, ob die Batterien noch reinpassen. Es ist ziemlich schier, aber es ist jetzt nicht schier als vorher. Ich habe versucht, das in Dory-Style zu machen hier, aber geht das jetzt auch scharf? Ja. Das P ist ja viel zu weit drin. Ja, das geht halt nicht, das sind Dreier. Und ja. Da kommen jetzt auch die Batterien rein und dann können wir vorne fertig bauen.
Das Wichtige ist halt, vorne das rund ist, damit man nicht dagegen wo wir anfahren. Ist jetzt nicht hübsch, aber es ist hübsch genug. Das ist das schon. Was, ist schon wieder falsch? Nix. Was, ist nicht schön? Nix, ich muss an meiner Ausgeglichenheit arbeiten, was? Weil der Chat hat auch nichts geschrieben dazu. Die trauen sich nicht mehr. Was passt nicht? Nix. Was ist das gemeint? Hässlich ist es. Jedenfalls Ziel ist es, ausschaut wie immer. Ich habe mir extra Mühe gegeben. Mhm. Reden wir Montag mal über die Motivation. Ja. Wo ging jetzt Graul denn hin? Am Tisch. Ich darf da nicht hinlegen. Wir haben Wien mit Auto gemacht, weil die Flüge immer so unverschämt teuer waren. Na, die kriegst du jetzt bei Ryanair um 20 Euro hin und zurück. Kostet nix. Gar nichts kostet das. Na, okay. Gegen früher. Leider laden die Akkus immer noch auf, das ist tragisch. Oh, danke schön. Oh, danke. 99 mal gecheert. Machst du das dann zu Hause auch immer so? Vorschuss für deine Ausgabe. Okay, das soll heißen, ich bin nicht ausgeglichen. Was ist los mit euch allen? Jetzt haben sie es gefunden, wo es dich drüber aufregt. Kriegt das nicht mehr los. Scheinbar, ja. Ryanair hat keine Kotztüten. Ja und? Dann kotzt du halt im Gang. Ja, er sagt, ich hätte gerne eine. Ja, dann sagst du, ein Cup 99 Cent. Sie wollen eine Kotztüte? 2,99 Euro. Wo ist Rosa? Ja. Was ist denn? Da. Da ist ja keine Rosa drin. Man könnte auch das P mit einer Jumperplate unterbauen. Ja, bitte, das ist ja eh noch ein Danke, Busch. Thomas. Das ist ja. Also, ich meine. Das ist nicht Overkillen hier. Das ist ja nicht hübsch. Wenn du es schier baust und dann sagst du, es ist absichtlich schier gebaut, damit es so ausschaut, als hätte ich es gemacht. Damit es ausschaut, wie es das Sinn macht. What the fuck? Immer Mühe gegeben, es soll ausschauen wie ein Bombenmobil. Mhm. Und sechsmal wieder dicht machen lassen. Mhm. Also, du kannst das halt besser. Mhm. Der Oliver, der Mann, er trägt viel. Dankeschön. Und damit kann man jetzt Eurobucks kaufen. Wer hat denn nur gedisst von euch allen? Was ist das? Servus, Tomo. Tomo. Tomo? Wer ist der Tomo? Servus, Thomas. Guten Abend. Bevor der innere Monk euch nicht killt. Oh yeah. Er hat gesagt, wir sollen es mit einer Jumperblade machen, das P, wo du blöd geredet hast. Ach so. Also Oliver, und bekomme nichts vom Chat mit. Ich hab schon verstanden. Ich hab nur nicht verstanden, dass das mit dem P von dir war. Was wollte der gecheckt. Kevin mit dem Bilderrahmen? Ja, stimmt, das ist günstiger als Porto. Mhm. Ja. Wenn ich denke, dass ich für scheiß Minifiguren Porto 10 Euro zahle, kann ich für 10 Euro nach Dortmund fliegen. Oh, Bombe kriegt auch was. Oh. Hey, der geht. Und für 91? Und da geht dir quasi was aus für einen Bombe. Hm? Um dir ein Leckerli geben, Bombe. King Bombe! Ich will mal den neuen Leckerlis kaufen. Wo wir unsere Teile zum Bauen kaufen, dort wo Seel ist. Danke dir, besser das an. Respect, peace and love. So, diese Mauern-Dinge, das ist einfach ewig im Mund, da kriegst du nicht weg, aber nur ständig so viel Wasser. Kannst nicht reden. So, jetzt ist fast weg. Der Peter ist wieder da, sehr gut. Also, Dominik, kann er mir schauen einfach immer. Danke, das war mein Handy. Ob wir irgendwo Angebote finden und dann schauen wir, ob sich da irgendwie so der Teilepreis auszahlt. Also ich würde den einmal von dir besser das sagen. Der Bombe hat er sich jetzt verdient, oder? Und sonst kommt drauf an, wenn das sowas ist wie die Winkelgasse, die es exklusiv nur im Lego Store gibt oder so, die auch nicht billiger wird, dann kaufen wir das schon zum Normalpreis. Bombe! Ja.
Schmeckt. Wieder zu. Es ist zu, Bumba, nicht keine Selbstbedienung. Hast du schon erklärt, woher wir die Teile haben? Hörst du mir zu? Na? Du kannst es gerne erklären, aus deiner Sicht. Na, passt schon. Bumba! Leichen! Habt ihr gar nichts Neues zusammengebaut in meiner Abwesenheit? Doch, das Auto. Das Auto haben wir da. Ja, Dominikaner, wir kaufen mal Sets. Das ist Schirche. Ja, ich wollte es einfach nur jetzt ready machen, dass wir das wieder testen können. Danke, Kackvogel, und schönen Abend. Wir müssen nur warten, bis die Akkus aufgeladen sind. Und jetzt gerade, was ich sortiert habe für uns zum Bauen, sind einfach so Videosets, die absurd billig waren. Und man in Ruhe M&M's essen kann. Man. Der Peter sagt, wir hätten in seiner Abwesenheit ein Kolosseum bauen können. Ach so. Ja, haben wir auch. Sagen wir das nicht. Das haben wir gebaut und auseinandergenommen wieder. Jupp. Wir haben es halt drauf. No pain, no gain. Ja. So, ich hätte jetzt echt gerne aufgeladene Akkus, aber die sind einfach nicht ready, ne? Die waren sicher Stunden. Nein. Das hättest du aber auch früher dran denken. Ja, hey, denken, aber ich denke ja nicht. Das stimmt allerdings. Ich fühle nur. Das auch nicht. Was war das letzte Set, was sie gebaut haben? Wir haben ein letztes Set auch wieder im Stream gebaut. Die Stadt der Laterne. War das wirklich das letzte Set? Nein, haben wir dazwischen. Nein, haben wir nachher noch was gebaut. Ja, oder? Die Stadt der Laterne haben wir am Freitag fertig gebaut. Von das Monkey Kid, das neue Set. Das letzte schöne Set, was mir gefallen hat, war in Ninjago City Garden. Das war vor ein paar Wochen. Dass du gar nicht bauen kaufen wolltest. Ja. Der Arrow sagt, irgendwie muss er sich ja bemerkbar machen. Der Bässe, der Sound haut heute einfach raus. Wenn er das Lied Like a Lion von Kali B spielt für Bumba. Was? Wir können ja keine lizenzierte Song spielen. Schauen Sie, mir ist eh schon schlecht vom ganzen Naschen. Mir war schon vor dem Stream schlecht. Ich kann nur das Pumba-Lied abspielen. Aber das wollen die Leute nicht hören, weil es so grauslich ist. Hurra, der Bumba ist jetzt da. Laut. Servus, Xanesta. Schön, dass du da bist. Laut. Ich glaube, für die Leute ist es noch lauter. Glaubst? Yep. Ja. Dann können ein paar Leute gehen, weil sie Ohrenschmerzen haben. Nein. Was? Wer hat morgen Probleme? Was ist hier los? Hä? Was für Probleme? Also der Erwolf wollte zeigen, dass er da ist. Okay. Ich kann den Chat nicht mehr folgen. Ich weiß. Da war also keine andere Aufgabe. Das letzte Set von Dominikaner ist das alte Fischerboot von Blue Bricks. Hm, auch nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir bauen eigentlich hauptsächlich Lego-Sets. Ein paar andere haben wir auch, aber sind ein paar kleine Lego-Opfer, glaube ich. Ich muss auch sagen, dass mir einfach die Sets von Lego einfach besser gefallen. Also beim Kacken soll ich Probleme haben? Nein, das glaube ich nicht. Was, ihr wünscht dir Probleme beim Kacken? Was? Was redest du? Was sind denn hier schon wieder für Themen? Er wünscht es mir nicht, er glaubt. Oder in der Nacht des Kindes. Soll ich es euch auf Discord schicken, ein Foto dann? Also sogar dein erstes Nicht-Lego-Set, sehr cool. Mhm.
Aber ich muss sagen, die Technik-Sets sind ganz gar nicht so schlecht. Also wir haben vom Mold King diesen. Wie heißt der? Rennauto. Diesen Rennauto, warte, ich zeig dann kurz. Gebaut und der ist halt cool, weil der halt einen richtig starken Motor hat, was halt mit Lego-Motoren gar nicht gehen würde. Wieso hast du es zurückgeschickt an Sherlock Holmes, Jensi? Keine Retour übernehmen und Motorrad versagen, man wundert mich eh nicht. Den da haben wir gebaut gehabt. Der ist ziemlich cool. Ferngesteuertes Auto ist das. Vanessa, vielleicht musst du deiner Tochter dann Lego Technik schenken, dann braucht sie länger. Der Peter hat begonnen, sich mit Alternativen zu beschäftigen, weil ich 150 Aufwärts für eine Ritterburg zahlen mag. Das stimmt, ja. Ich finde, es kommt halt immer so drauf an, was gefällt einem und so preis-leistungstechnisch, weil teilweise sind die Steine von Lego schon besser oder angenehmer. Wie viel das Auto kostet? Also wir haben es von Trading Shenzhen 47 Euro oder so mit Versand in der EU. Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Versionen. Da gibt es wahrscheinlich welche, die haben schlechte Motoren dabei, die sind günstiger. Da muss man voll aufpassen, das ist ein bisschen mühsam mit diesen Sets. Watson ist mit so Wasserstoffblond und da fehlt zu viel vom Design und wirkt zu chaotisch. Okay. Ah ja, weil vorher die Frage war, das sind unsere Teilchentrenner. Da ist immer ein alter Grauer drinnen. Und die blauen und türkisen, also türkisen und orange sind Lego und die grünen sind so Fake Lego. Nice. Sind wir die jetzt, glaubst du, sind die schon genug geladen oder nicht? Weiß ich nicht. Wenn die komplett entladen waren, oder eigentlich nicht. Ich bin so nervös. Aber habe ich nicht die, irgendwo da eine Batterie? Das müsste eigentlich reichen, das ist die parallel geschalten. Eine Box mit wertvollen Teilen drinnen. Ja, die grauen sind schon wertvoll und gut. Die anderen finde ich, die neuen Lego, nicht so qualitativ hochwertig. Mal schauen, ob das gleich explodiert oder nicht. Haben die Gold zu beige gegeben? Wahrscheinlich. Ich mach's jetzt einfach mal. Nur, das geht an sich. Da werden wir einfach den mal kurz die Bombe deaktivieren. Bomberfüttermaschine. So, den haben wir ausgeschaltet, jetzt verbinden wir das Auto. Jetzt verbunden, leuchtet schön rosa für uns. Oh, mir ist echt schlecht. So, schauen wir, ob das Auto geht mit den Akkus. Okay, es fährt in die falsche Richtung, aber sonst geht's. Also es ist natürlich jetzt genau das Seitenverkehr, das ist halt blöd. Müssen wir noch ändern, weil ich habe es jetzt ja umgedreht. Müssen die Leute halt umdenken. Ja, das ist doppelt schwer. Die Harry Potter Sets sind toll, aber mir zu teuer, ja. Die sind echt pricey. Aber man muss schauen, wir haben zum Beispiel jetzt Hogsmeade. Aber nicht Power, oder? Im Sale statt um 80 Euro und 50 Euro bekommen. Also wenn es geht, einfach immer günstig kaufen. Wie viele Boxen habt ihr? Der hat jetzt auch nicht Power mit den Lithium-Ionen. Wir haben viele verschiedene Größen von Boxen, aber 1, 2, 3. So leicht das klingt, oder? Also momentan sehe ich 30 Boxen, aber das sind mal die großen, wir haben auch kleine Boxen. Justin, schreibst du an deinem Artikel wieder? So. Ein paar Dinge erledigen. Ja, manche Leute machen halt auch sinnvolle Dinge. Was glaubst du, dass das sinnvoll ist? Ja. Kennst den Justin nicht. Die Mama hat uns schon was geschickt, glaube ich. Deine Mama? Ja, und zwar minus 75% auf Tiernahrung. Okay. Miau. Also Dings, du kannst da beim Spar die Katzenfutter billig holen. Okay. Minus 25%.
Gute Nacht, Schöpfzach. Okay. Schreib mal zurück. Alle, was Mama schreibt, nämlich du kannst im Chat schauen und nicht deine Mama schreiben jetzt. Ja, aber was ist wichtig? Die Mama. Du kannst sie auch später schreiben. Warum sortiert in der Farbe? Hast du schon erklärt? Was habe ich? Warum sortiert in der Farbe? Nein. Nein, das weiß ja nicht, gell? Im Gegensatz zu dir mache ich was Sinnvolles. Wir sortieren nach Farbe, weil wir uns gedacht haben, wie sortieren wir das am besten, damit es für uns praktisch ist, wenn wir was bauen. Und bei Lego Masters war es auch so, dass wir einfach zuerst alle Teile von irgendeiner Farbe genommen haben und dann erst geschaut, wie wir das eigentlich bauen wollen. Das ist einfach praktisch, weil du bist auch kreativer, weil du nicht überlegen musst, welchen Teil brauche ich jetzt genau, sondern du hast dann viele Teile vor dir liegen und dann nimmst du halt irgendeinen Teil, was gerade passend ist. Das heißt, du machst halt eher coole, das heißt halt NB, also Nice Part Usage, du findest eher coole Teile für spezielle Sachen. Natürlich, wenn du sagst, du baust wieder Sets auf und hast Anleitungen, natürlich ist es dann praktisch, wenn das halt nach Teile A zu dir ist, weil dann findest du halt die Teile. Das ist natürlich ein Vorteil. So. Die Winkelgasse ist im untersten Bücherregal hinterm Bett. Was? Wieso? Ist aber kein guter Platz, Jensi. Wird heute noch eine Runde Lego-Ball gespielt? Ich glaube, jetzt ist es eher deppert, wenn das in die falsche Richtung fährt. Also ich glaube eher nicht. Die Arena ist nicht aufgebaut. Also Freitag vielleicht wieder. Da sind auch die Sachen wieder aufgeladen. Was hat der eigentlich da für Bilder an der Wand? Die ist dein Ding? Dein Projekt? Da kannst du jetzt sehen. Gut, dass wir die nicht angeklebt haben. Und der Futterautomat geht gerade nicht, weil ich den. Ich habe es aufs Auto konfiguriert, aber Bombe, nimm dir was. Leckerli! Nimm dir was. Er ist so faul. Da bitte. Danke fürs Füttern, Dominikaner. So, jetzt kann ich es kurz herzeigen. Du musst ein bisschen weiter weg zeigen, sonst. Bitte sehr. Na passt, das heißt, das muss ich umprogrammieren. Also das sind insgesamt Xanesta 4 Bilder, also da so gelb, orange, rot, da rosa, lila, blau, grün und dann so grau, braun, schwarz. So ein Farbverlauf einfach. Danke. Das sind einfach IKEA-Bilderrahmen und so Fake-Lego-Platten, die ich ein bisschen zerschnitten und reingegeben habe. Schon echt cool aus, weil es schön bunt ist. Aber ich glaube, ihr kennt alle das Problem mit diesen Batterien, dass du einfach 6 kleine Batterien brauchst. Und wenn das Akkus sind, sind die noch schneller leer. Deswegen macht es einfach Sinn, dass man das hier mit Akkus macht, auch wenn das jetzt nicht hübsch aussieht. Also für Kinder ist das nichts, aber für den Stream ist das halt geil, weil dann halten die einfach wochenlang so. Wechsel doch bloß das Icon, was? Welches Icon? Und Spaß dir das Umprogrammieren. Weiß ich nicht. Zum Essen zu also, du meinst, ich könnte es umbenennen. Das könnte vielleicht gehen. Ich glaube, ich checke auf die ID von dem Ding. Das heißt, wenn ich das umbenenne, sollte es vielleicht funktionieren. Das stimmt. Warte, ich schau kurz, wo haben wir das? Go, 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 bum, 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 bum. Dominikaner, wegen Platten drinnen kann ich echt empfehlen, AliExpress. Da habe ich die Platten geholt. Die 32x32, die habe ich am Montag bestellt, aus Polen lagern und die sind heute gekommen. Weil wir eben für die neuen Minifigurenwand die draufkleben und die waren echt nicht teuer. Ich glaube insgesamt 18 Platten haben 45 Euro gekostet. Also man kann die immer in 6er Schritten bestellen. Ich weiß nicht, ob ich das. Boah, das muss ich vielleicht doppelt umbenennen. Na, ich habe einfach bei AliExpress Lego-Platte eingegeben und dann geschaut, was ist gut bewertet. Und dann war gleich vorne eben aus Polen das.
Das gerade zurückkommen, ne? Und dann nach hinten. Zum Raven ist Jan online. Unser Jan kennt Raven. Ah ja. Hela, der ist sogar 5 Zuschauer. Schnell. Du, 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 du. So, das haben wir benannt, das haben wir benannt. Nach links und rechts, dann könnte man es fast wieder steuern lassen. Schon vorbei? Was ist schon vorbei? Ja. Was ist vorbei? Der Stream. Ich schlafen gehen. Ja, ich glaube, das, was die für die Schänze für die Nacht prophezeit hat, ist eher bald. Und nicht in der Nacht. Ach so. Mhm. Drückt schon? Mhm. Malst du schon in der Hose? Bei Amazon gibt es 5 Platten für 11 Euro, okay. Ja, wir haben teilweise, schicken die nicht alles nach Österreich. Da glaube ich immer, ich finde was Ungutes. Und dann so, Versand nicht für ihr Land geeignet. Also Airwolf, ich habe das jetzt gemacht. Ich habe das umbenannt, also es sollte dann funktionieren. Also wir brauchen nächstes Mal nur das aufbauen und dann können wir das spielen. Nina ist auch online. Oh, jetzt wird es schwierig. Da müssen wir eigentlich fast die Nina unterstützen, weil die ist ja immer bei uns dabei. Ja, oder wir machen, was wollt ihr lieber sehen? Die Nina bei Sea of Thieves oder den Jan beim Zeichnen wahrscheinlich? Was macht der Jan? Kunst. Ja. Die Schenzi denkt ans Foto. Ja, der Jan ans Foto. Welches? Achso. Ich kenne echt Leute, die sich Fotos davon schicken, aber. Die Schenzi will über den anderen. Mit ihren Kinada. Also, wenn du mich fragst, würde ich fast die Nina raiden, weil es einfach. Ja. Was macht die? Lasst uns ein bisschen rocken. DRG, was ist das? Bumbi, was machst du denn schön? Wer schickt sowas? Ich kenne Leute, also ich schicke keine Fotos. Ja, Dominik, kann, wir machen den Schluss, dann wünsche ich dir einen guten Abend, schlaf gut. Mahlzeit. Wir sehen uns hoffentlich Freitag wieder. Und viel Spaß mit dem Bilderrahmen. Ja, Freitag, 20.30 Uhr. Ich bin hoffentlich schon da von der Family Fair, wenn nicht, muss der Oliver alleine starten. Und wir bauen den Yoda. Star Wars. Nina? Okay, der Christoph will die Nina unterstützen, ich muss leider gehen. Ein Wahnsinn hier. Wir haben einen Ausfall. Reese ist weg. Aber auf jeden Fall danke euch alle fürs Reinschauen heute. Schön. Irgendwie ist es vom Freitag bis Mittwoch auch immer ziemlich lang. Jetzt sollte man noch dazwischen einen Stream irgendwann einschieben. Aber ja. Aber jetzt nur noch 2 Tage. Es ist wieder Freitag und dann streamen wir wieder länger. Danke und ciao. You don't stop.